versuche heute so ein bisschen einen Rahmen zu geben. Ich glaube, so könnte man das nennen. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit allem, was ich jetzt vorbereitet habe, so genau in die richtige Kerbe schlage, wenn ich so über die Teilnehmerliste schaue, weil es sind ja doch ein paar aus dem Süden auch dabei. Aber ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, da wir uns im Norden befinden, kann ich mich sehr stark auf Holstein konzentrieren im ersten Moment und an dem Punkt anfangen. Insofern hoffe ich mal, dass das einigermaßen passt. Genau. Ich habe mir so ein paar Themen überlegt. Und zwar würde ich relativ kurz anfangen wollen mit dem Ausgangspunkt und der Fragestellung. Also woher kommt eigentlich der Impuls, mit Doppelnutzungsrassen einzukreuzen auf Milchviehbetrieben? Aus meiner Sicht, das ist relativ kurz und kann man sicherlich auch ein bisschen anders sehen. Ich habe da einfach aus der züchterischen Perspektive einen Punkt, den ich gerne vorne anstellen würde und den so ein bisschen sozusagen als Anstoß sehen würde. Das ist aber. Oder das würde ich generell sagen, alles, was ich heute erzähle, ist sicherlich diskutabel und man kann da durchaus andere Meinung zu sein, wie man es machen kann, wie man es machen sollte und dass es auch andere Erfahrungen gibt. Was ich vor allen Dingen gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, so ein paar Versuchsergebnisse zu suchen, die mit den Kreuzungen zu tun haben. Tatsächlich stellt man dann schnell fest, dass es gar nicht so viel gibt, insbesondere nicht im ökologischen Bereich, also unter den Bedingungen, die uns eigentlich interessieren. Insofern muss ich so ein bisschen Spagat machen und zum Teil Ergebnisse zeigen, die vielleicht ein bisschen Übertragung notwendig machen. Aber das können wir vielleicht auch im Nachgang noch diskutieren. Genau, ich würde einfach dann einen kurzen Überblick über generell einfach züchterische Grundlagen nochmal geben, einfach nur um ein paar Begriffe zu klären und vielleicht die abzuholen, die da ganz neu drauf schauen oder für die das noch ein Thema war. Und dann einfach so ein bisschen Überblick geben, welche Doppelnutzungsrassen aus meiner Sicht in Frage kommen, wenn man jetzt in den Norden schaut und so ein bisschen das Ziel hat, vielleicht standortangepasste und lokale Rassen zu verwenden. Genau deswegen schaue ich jetzt nicht so sehr auf die süddeutschen Rassen, die es ja auch noch gibt im Doppelnutzungsbereich. Das kommt dann aber vielleicht noch so in ein, zwei Ergebnissen kommt es auf jeden Fall mit. Genau. Und dann, also einmal nur ein paar kurze Infos zu den Rassen. Das wird sicherlich vom Jan und vom Guido dann noch ein bisschen stärker ausgeführt, aus deutlich praktischerer Perspektive. Und gehe dann so ein bisschen über in die Richtung der Ergebnisse. Also eigentlich die Frage, was kann man denn für Wirkungen erwarten? Also was sollte man erwarten, wenn man anfängt einzukreuzen? Und das sind natürlich ein Stück weit Versuchsergebnisse, also eher so Erwartungswerte, jetzt nicht in dem Sinne so ganz praktische Erfahrungswerte. Auch da, denke ich, können der Jan und der Guido und wahrscheinlich ihr als Zuschauer auch jede Menge beitragen. Weil, wie das immer so ist bei solchen Ergebnissen, in der Praxis liegt es dann irgendwo dazwischen. Oder ein bisschen drumherum. Genau. Dann würde ich noch kurz auf Gebrauchskreuzungen eingehen, sozusagen in Abgrenzung, weil ich das ein Stück weit als ein anderes Verfahren sehe und das sicherlich auch in dem Kontext vielleicht nochmal anders zu bewerten wäre. Ist wahrscheinlich auch eine spannende Frage als Milchviehbetrieb, der jetzt Holstein hält, ob man tatsächlich darüber nachdenkt, einzukreuzen und vielleicht zu verdrängen, ob man nicht einfach Gebrauchskreuzungen erzeugt, die man dann mästet, weil sich dann natürlich auch die Frage stellt, ob ich das mit Fleischrassen machen kann und eher nicht mit Doppelnutzungsrassen oder vielleicht beides. Oder genau, also das wäre für mich noch so ein Punkt, wo ich dann stoppen würde mit den Kreuzungen und dann habe ich noch zwei so Punkte, die ich vor allen Dingen nutzen würde, um einfach ein bisschen Diskussion anzustoßen. Und das nur einfach kurz in den Raum zu stellen und vielleicht können wir uns dann in der Diskussion geben kann, unter denen die Milchrassen dann konkurrenzfähig sind in der Mast und welche Strategien tatsächlich für den Einzelbetrieb machen, weil ich denke schon, dass das in der Praxis so vielfältig ist, dass es eben auch vielfältige Strategien braucht und es da sicherlich keine Patentrezepte geben kann. Genau, so jetzt. Will die Folie nicht weiter? Interessant, okay. Also für mich war so ein bisschen der Ausgangspunkt die Frage nach Zuchtzielen und warum das überhaupt entsteht, das Problem. Und deswegen habe ich einfach mal noch, das hatte ich jetzt in einem anderen Zusammenhang schon mal mir angeschaut und bin da so drüber gestolpert, weil das so schön anschaulich ist, finde ich, diese Gegenüberstellung des Zuchtziels der DSN als Doppelnutzungsrasse und des Zuchtziels der deutschen Holsteins. Und wenn man so ein bisschen nach links schaut, dann würde ich im ersten Moment sagen, dass das ein Zuchtziel ist, was sich deutlich näher an den Bedingungen vieler ökologischer Betriebe orientiert, als das, was da rechts steht. Und für mich macht das ein bisschen, woher diese Problematik stark kommen
kommen könnte, nämlich dass dieses rechte Zuchtziel für den Betrieb, für jeden Betrieb, ökologischen Betrieb, eine Riesenherausforderung ist, Tiere, die ein genetisches Potenzial von 10.000 Liter Milch haben oder Kilogramm Milch haben, auszufüttern unter ökologischen Bedingungen, ist einfach eine Herausforderung. Mancher mag die vielleicht annehmen, mancher mag sie vielleicht auch nicht annehmen wollen und vielleicht auch gar nicht schaffen können. Und gleichzeitig steht da eben auch nichts drin von Mastfähigkeit oder Schlachtkörperqualität. Also das heißt, da ist die Einnutzungsrasse halt klar festgeschrieben. Und wenn man das weiterdenkt, das ist ja kein festgeschriebenes Zuchtziel, das wird in die Richtung weitergehen. Also die Zucht hört da ja nicht auf. So will ich das einfach sehen. Dann kommt man unter Umständen immer in eine immer stärkere Diskrepanz zu dem, was wir eigentlich ökologisch in der Praxis überhaupt umsetzen können. Also wenn da irgendwann mal was von 12.000 Kilogramm Milch steht, dann frage ich mich, ob man das wirklich noch in einem geschlossenen Betriebskreislauf umsetzen kann, mit allen sonstigen Problemen, die das mit sich bringt, wenn man an zum Beispiel genetische Korrelationen und Beziehungen denkt, zum Beispiel der Leistung. Insofern ist das linke Zuchtziel sicherlich für viele Betriebe, die jetzt schon eher extensiv arbeiten, viel näher dran an ihrer Praxis. Und wenn sie dann noch Holsteins halten, dann geht das vielleicht jetzt noch. Aber ob das in, sage ich mal, 10 Jahren bei dem genetischen Fortschritt, der sich gerade ergibt und dem, was in der Zucht passiert, also wenn man an die genomische Selektion denkt und den Entwicklungen, die es da gibt, auch noch geht, ist dann eine andere Frage. Also irgendwann muss man sich die Frage einfach stellen, weil diese beiden Zuchtziele werden auf lange Sicht immer weiter auseinanderlaufen, aus meiner Sicht. Und genau deswegen ist die Frage auch sehr wichtig. Genau, also für mich ist das einfach ein Punkt, dass das eine ist, dass die Zuchtziele auseinanderlaufen und dass die Entwicklung weitergeht. Und das andere ist, dass man halt trotzdem irgendwie damit umgehen muss. Und wenn man sich das so anschaut, dann hat man das Gefühl, dass in der Zucht, so wie sie funktioniert bei den Holsteins, in erster Linie Lösungen angestrebt werden, die nicht züchterischer Art sind, aus meiner Sicht. Also vor allen Dingen auf der Ebene, dass man eine technische Lösung sucht. Entweder macht man es dann über Spermasexing und dann hat man auch ein schönes System, was funktionieren kann, sage ich jetzt mal, aus so einer ganz nüchternen Perspektive. Dann macht man Beef on Dairy und besamt halt alles, was nicht zur Zucht gebraucht wird, mit Mastrasse, und dann funktioniert das auch irgendwie. Aber ob das zu unserem Selbstverständnis passt, gerade im biologisch-dynamischen, ist halt einfach ein Punkt. Also das sollte uns schon so aufstoßen, dass es wahrscheinlich schon ein Reiz sein kann, das sehr kritisch zu sehen. Und das andere ist eben, das auf der Management-Ebene zu ändern, indem man einfach die Zwischenkalbezeiten verlängert, um einfach die Zahl der Kälber zu reduzieren. Das ist am Ende auch keine wirklich nachhaltige Lösung, aus meiner Sicht zumindest nicht. Genau, also grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass diese Frage für die Betriebe, die generellen Anforderungen, die die Tiere an den Betrieb stellen und an die Umwelt des Betriebes stellen und das Management, dass Betriebe sich, die das nicht schaffen können oder auch nicht wollen, sich die Frage einfach sowieso stellen müssen, ob sie mit solchen Kompromissen, sei es Spermasexing oder verlängerte Zwischenkalbezeiten und den ganzen Anforderungen ans Management klarkommen können. Also das heißt, die Frage stellt sich so oder so irgendwann, ob ich mit der Rasse so weiterarbeiten kann. Was nicht heißt, das würde ich einfach direkt dazu sagen wollen, dass es genug Betriebe gibt, die das schaffen im Moment. Also das würde ich davon völlig unbenommen lassen. Also das soll nicht wertend sein bezogen auf die Rasse oder dass das heißen würde, dass die überhaupt nicht mehr führbar sind ökologisch. Genau, also das wäre für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt ans Kreuzen denke, dann fällt mir so ein bisschen, was die Grundlagen angeht, fallen mir ein paar Verfahren ein. Die habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben. Das eine wäre eine Veredelungskreuzung. In dem Kontext, denke ich, ist die völlig unüblich und auch eher selten. Also oder ist mir jedenfalls bisher selten untergekommen. Das wäre im Prinzip die einmalige Anpaarung von der Doppelnutzungsrasse auf die Milchrasse, also in dem Fall auf Holstein, mit dem Ziel oder dem Versuch, dann Eigenschaften dieser Doppelnutzungsrasse zu etablieren, die vielleicht dann die Mastfähigkeit verbessern und dann aber einfach wieder zurückzukreuzen in Richtung Milchrasse. Das ist eigentlich was, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt in der Kreuzung eher selten sehen. Fände ich aber spannend, wenn irgendjemand das macht. Fände ich durchaus interessant. Ich würde das als eher unpraktikabel sehen. Also das aus meiner Sicht funktionieren solche Sachen nicht wirklich. Das zweite wäre eine Rotationskreuzung, also dass ich sozusagen immer abwechselnd Doppelnutzung und Milchrasse kreuze und anpaare. Wäre durchaus interessant, ist tatsächlich züchterisch ja auch, was das Herdbuch angeht, durchaus möglich, zumindest wenn man
sage ich mal, in den nah verwandten Rassen bleibt, also DSN auf Holstein zum Beispiel oder Rotbund DN auf Red Holstein, ist das durchaus denkbar, dass man dann sogar herdbuchfähig bleibt. Also das ist eigentlich ganz interessant und genau, insofern ist das vielleicht was, was eher üblicher wäre oder üblicher sein könnte. Auch da wäre für mich so ein bisschen die Frage, ob das jemand umsetzt. Ich denke auch das eher nicht. Und das, was ich eigentlich damit verbinden würde, wenn wir über Einkreuzung von Doppelnutzungsrassen in auf Milchviehbetrieben reden, dann ist das die Verdrängungskreuzung, nämlich dass man eigentlich langfristig die Rasse wechselt. Und das wäre dann eben einfach der dauerhafte Einsatz der Doppelnutzungsrasse auf die Milchrasse, und zwar so lange, bis praktisch die Genanteile der Milchrasse irgendwann fast verschwunden sind oder im Idealfall die guten Eigenschaften, die man gerne behalten möchte, vielleicht sich gehalten haben über die Selektion. Genau, was man sonst immer noch ist der sogenannte Rosis-Effekt. Also der Effekt, der sich ergibt, wenn ich zwei unterschiedliche Rassen miteinander kreuze, bedeuten tut das im Prinzip in der Praxis, dass ich einen Effekt bekomme, dass die klassische Erwartung ohne Heterosis wäre, dass ich irgendwo in der Mitte lande. Also wenn ich eine Rasse habe, die sehr viel Milch gibt und die kreuze mit einer Rasse, die sehr wenig Milch gibt, komme ich irgendwo in der Mitte raus. Das wäre sozusagen die Erwartung ohne Heterosis. Und wenn ich Heterosis hätte, dann weicht das eher ins Positive ab. Das heißt, die Tiere geben dann sozusagen von dem Mittelwert eher mehr Milch, bezogen auf die Milch. Das Ganze kann man für alle Merkmale denken, und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man normalerweise überhaupt kreuzt. Ne? Wenn man jetzt an die Schweinezucht denkt, dann ist das da bis ins Extrem getrieben. Also da geht es darum, die Heterosis zu maximieren. Ich sage das deswegen dazu, weil das durchaus immer was ist, was bei der Kreuzungszucht vielleicht mitschwingt und was vielleicht auch sowas wie eine versteckte Erwartung ist, dass man eigentlich erwartet, dass da was passieren muss, dass die Tiere dann vielleicht gesünder sind oder robuster oder fruchtbarer. Spannend dabei ist, dass die Heterosis immer dann nur wirklich greift oder stark auftritt, wenn ich Rassen kreuze, die wenig miteinander verwandt sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an die Holstein, die DSN denken und man die beiden miteinander kreuzt, dann ist die Erwartung eigentlich, dass da relativ wenig Heterosis passiert. Zusätzlich gibt es dann halt noch die Verbindung zu diesen Kreuzungsverfahren. Also das heißt, es gibt eigentlich bei der Verdrängungskreuzung sowieso die Erwartung, dass man zu Beginn zwar eine gewisse Heterosis hat, aber die halt immer weniger wird, je länger ich das mache. Also die nimmt ab. Nur bei der Rotationskreuzung hätte ich sozusagen einen Effekt, wo ich immer wieder Heterosis nutze, weil ich immer wieder eine diverse genetische Situation schaffe und die Tiere immer mit unterschiedlichen, verschiedenen oder mit gleichen Genanteilen der beiden Rassen sozusagen erhalte. Genau, das würde ich nur dazu sagen, einfach weil das was ist, worauf man vielleicht noch auch drüber sprechen kann, weil das in der Praxis natürlich durchaus sein kann, dass man die Erfahrung macht, dass die Kreuzungen, die man dann im Ersten hat, die eben schon einfach ins Positive abweichen, was einen ja vielleicht auch durchaus bestärkt in dem, was man macht, und das nach hinten raus sich aber auch wieder relativieren kann. Genau, also so viel vielleicht zu den Grundlagen. Das wird sicherlich noch dann ausgeführt, was jetzt das Verfahren ist der Wahl bei den Praktikern. Für mich wäre jetzt einfach die Frage, welche Doppelnutzungsrassen kommen denn in Frage? Und wenn ich an Holstein denke, dann würden für mich in erster Linie die lokalen, in dem Fall dann kleineren Rassen in Frage kommen. Dann hätte man einmal das DSN-Rind. Da sieht man jetzt, dass die Population relativ klein ist. Also nicht so wahnsinnig riesig im Vergleich zu den Holsteins, aber gleichzeitig eben, wenn man, wie gerade schon gesehen, das Zuchtziel berücksichtigt und dann die Eigenschaften der Rasse anschaut, dann ist das eine Rasse, die aus meiner Sicht für die Verhältnisse in vielen ökologischen Betrieben sehr geeignet ist und eben einfach im Vergleich zu den Holsteins dann noch die Doppelnutzungsfähigkeit mitbringt. Also einen stärkeren Fleischansatz und im Zweifelsfall auch eine bessere Mastleistung. Genau, da gibt es noch ein paar Zusatzaspekte, wie zum Beispiel, dass es eine Förderung für die Rasse gibt, weil sie bedroht ist in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ich habe jetzt tatsächlich gar nichts gelesen von Schleswig-Holstein. Das würde mich durchaus interessieren, ob das hier gar nicht gefördert wird in Schleswig-Holstein. War mir nicht bewusst, ist interessant. Gut, das ist spannend. Genau, also in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird sie gefördert, wobei das dann nochmal der Punkt ist, wir sprechen ja über Kreuzung und Kreuzungstiere werden nicht gefördert, logischerweise. Also eigentlich wird nur die Reinzucht gefördert. Das wird dann aber in den einzelnen Bundesländern etwas unterschiedlich ausgelegt. In manchen reicht 70% Genanteil, in manchen ist der Schnitt relativ scharf, praktisch bei der Reinzuchtgrenze von 90% reinem DSN-Genanteil. Was züchterische Aspekte angeht, also nur um den Rahmen zu geben, wie kann ich denn gut mit der Rasse arbeiten, obwohl sie so eine kleine Population hat?
Da kann man eigentlich dazu sagen, dass es durchaus ein aktives Zuchtprogramm gibt. Genau, also ein Besamungsbullenangebot gibt es über die RBB. Da ist das Zuchtprogramm oder eigentlich das größere Zuchtprogramm angesiedelt. Es gibt dann im Westen natürlich auch noch Zuchtverbände, die Zuchtprogramme führen. Aber letztlich ist der Großteil der Population steht in Brandenburg. Der Vorost hat noch ein Angebot und aus dem Ausland, das sollte man dazu sagen, gibt es eben die Möglichkeit, die Equirassen, also dementsprechend dann British Friesian zum Beispiel oder Fries Hollands einzusetzen, die durchaus auch herdbuchfähig sind, solange sie die Genanteilsvoraussetzungen sozusagen erfüllen und 90% DSN beziehungsweise friesisches Blut haben. Genau. Deckbullen, was die Deckbullenverfügbarkeit angeht, ist da schon eine Zahl an aktiven Züchtern da. Guido ist einer, der jetzt heute dabei ist. Genau, also da sind einfach Deckbullen da. Letztlich muss man sich an die guten Züchter halten, um auch eine Möglichkeit zu haben, einen Deckbullen zu beziehen. Spannend für den Demeter-Bereich ist, dass es zumindest aktuell keine Hornlustzucht gibt. Wobei es da durchaus die Bewegung gibt aus meiner Sicht. Also beim Vorost gibt es einen Bullen mit hohem DSN-Anteil, der hornlos ist. Und ich glaube, die RBB wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn sie das hätte. Aber aktuell ist da aus meiner Sicht zumindest ist nicht erkennbar, dass das jetzt ganz schnell geht, dass sich das komplett umschwenkt. Was natürlich kritisch wäre, weil die Population sehr klein ist. Jetzt haben wir so ein bisschen den Vorgriff. Also ich habe ein paar Sachen, glaube ich, drin, die hat der... Die wurden jetzt schon beantwortet, sozusagen. Also ich muss mal schauen, wie ich jetzt wieder reinkomme. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ich hatte bei den DSN aufgehört und dann war praktisch der Übergang zur nächsten Doppelnutzungsrasse den Rotbunden in Doppelnutzung, sozusagen das Pendant für die rotbunten Holsteins, wenn man so will. Ähnlich kleine Populationen, also auch eher im Abnehmen über die Zeit. Also relativ ähnliche Eigenschaften grundsätzlich, was die Doppelnutzung angeht und auch das Milchleistungspotenzial, zumindest was jetzt die Grundeigenschaften angeht. Auch das ist eine Rasse, die gefördert wird, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zumindest. Ich mache mal sicherheitshalber mein Video aus, kleinen Moment. Genau, und im Prinzip ist auch da die Ausgangssituation so ähnlich wie bei den DSN. Es gibt ein aktives Zuchtprogramm bei der RSH. Dementsprechend da auch ein gewisses begrenztes Besamungsbullenangebot mit ein bisschen Genreserve. Und auch da gibt es eingeschränktes Angebot aus dem Ausland, also MRI aus den Niederlanden. Und auch da ist es ähnlich so, dass es einfach aktive Züchter gibt, über die Deckbullen verfügbar sind. Auch da gibt es keine Hornlustzucht, das hatte ich so vernommen. Genau, korrigiert mich bitte, wenn ihr da schon was vernommen habt. Aus meiner Sicht ist da zumindest bei mir noch nichts angelaufen, dass es da Tiere gibt, die in die Richtung gehen. Und ähnlich wie bei den DSN ist es auch bei den Rotbunden so, dass die Kreuzungstiere normalerweise Holstein-Herdbuchfähig sind. Also für die Übergangszeit sozusagen, wenn ich eine Verdrängungskreuzung mache, dann sind die Tiere in jedem Fall herdbuchfähig im Holstein-Herdbuch. Also solange die Verbände das beherzigen, genau. Im Unterschied zu den DSN ist da die Reinzuchtdefinition etwas anders. Also da ist bei den Rotbund-Doppelnutzungen ist durchaus 25% Holsteinblut akzeptiert, anders als die scharfe Grenze bei den DSN mit maximal 10% Fremdblut. Genau, letzte Doppelnutzungsrasse, die ich noch rausgesucht habe als lokale Rasse, sind die Angler alter Zuchtrichtung, beziehungsweise die Angler. Es gibt ja auch moderne Angler, wobei ich die vielleicht so ein bisschen hinten anlassen würde. Die Angler alter Zuchtrichtung sind sicherlich noch so am ehesten der richtige Doppelnutzungstyp, wobei das ja auch, also im Prinzip die Frage, ob das die wirklich alte Restpopulation ist, aber zumindest ist das Zuchtziel halt deutlich in die alte Richtung sozusagen. Noch kleinere Populationen, aber mit aktiver Züchterschaft und einem relativ aktiven Netzwerk, also auch das ist halt durchaus vielleicht eine interessante Rasse für den einen oder anderen Betrieb zur Einkreuzung. Auch mitbetreut durch die RSH, also da sind durchaus Strukturen da und auch da gibt es Besamungsbullen neben den Deckbullen, die verfügbar sind. Ich habe jetzt die ganzen süddeutschen Doppelnutzungsrassen so ein bisschen ausgeblendet, weil ich die eigentlich sozusagen nicht für standorttypisch halten würde im Norden, wobei es sicherlich einzelne Betriebe gibt, die sie einsetzen und im Kontext Gebrauchskreuzung, das hatte Daniel ja im Prinzip auch schon gesagt, ist es sicherlich vielleicht ein bisschen üblicher, auch mal in die Richtung zu schielen. Und der eine oder andere hat sicherlich auch gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit der Mischung aus Fleckvieh und Holstein, wenn sie dann den Fleckvieh-Charakter bekommen, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Genau.
Grundsätzlich ist aber bei dem Punkt bei den süddeutschen Doppelnutzungsrassen, dass man, wenn es jetzt um Heteroses geht, im Prinzip schon erwarten würde, dass die Heteroses da dann höher sein sollte, weil die Rassen eben deutlich weiter auseinander sind. Also zumindest was DSN und Schwarzbund Holstein und Rotbund DN und Rotbund Holstein angeht, sind die Rassen tatsächlich so nah noch beieinander genetisch, auch wenn sie schon irgendwann getrennt und als eigenständige Rassen geführt werden, dass da der Heteroses-Effekt im Prinzip nicht signifikant zu erwarten ist. Genau, ich habe dann im nächsten Schritt einfach überlegt, wie können wir uns das anschauen, was jetzt mögliche Wirkungen sein sollten. Daniel hat jetzt so ein bisschen schon die Mischung gebracht, sozusagen, zumindest in Teilbereichen, weil da ja die Kreuzungen sozusagen schon drin waren, bezogen auf die Fleischleistung. Ich fange jetzt mit der Milchleistung an und der erste Ausgangspunkt wäre jetzt für mich gewesen, so was es an vernünftigen Zahlen gibt, wenn man die Gesamtpopulation sehen will, dann gibt es die vom VET und das sind letztlich die Basisdifferenzen, also die bilden einfach ab, wie weit diese Rassen voneinander wegliegen in der Leistung. Das sind jetzt Zahlen, die sind natürlich sehr konventionell geprägt, insbesondere bei den Holsteins. Das geht jetzt eher in die Richtung, das, was Daniel gesagt hat, von den Betrieben, die im Prinzip gar keine mastfähigen Kreuzungen mehr produzieren können. So habe ich ihn zumindest verstanden. Das wäre für mich gleich auch noch eine kurze Frage. Das ist jetzt, wie gesagt, vor allen Dingen eine Orientierung vielleicht für intensiv wirtschaftende Betriebe. In der großen Größenordnung kann das viel, viel näher beieinander liegen, insbesondere bei eher extensiven Verhältnissen. Das ist nur wichtig, das im Kopf zu haben, aber das bildet eben ab, wie unterschiedlich diese Rassen im Leistungspotenzial durchaus sind, bezogen auf ihre Populationsgrößen und sicherlich die Betriebsumwelten. Wenn man jetzt bei den Holsteins, also Schwarzbund und Rotbund, vor allen Dingen die extensiveren Betriebe sieht, dann werden die Differenzen halt kleiner. Und wenn man ein bisschen sucht und nach Versuchsergebnissen sucht. Ich habe jetzt eine so als beispielhafte gefunden aus dem Leitbetriebeprojekt der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen vom Edmund Leisen. Da gibt es einen kurzen Bericht dazu über drei Betriebe, die DSN eingekreuzt haben in HF-Herden und die Auswirkungen über einen relativ langen Zeitraum, also über 10 Jahre ungefähr, wo man sieht, dass dass die Differenz sozusagen vor Einkreuzung im Vergleich zum Ende, also zum Versuchsende, deutlich geringer ist, als wir gerade gesehen haben, aber es eben durchaus einen Verlust an Milchleistung gibt über die Einkreuzung. Also das nur einfach als Punkt, dass das durchaus die Erwartung sein sollte, dass wenn ich eine gewisse Milchleistung habe und eine reine HF-Herde und ich anfange, DSN einzukreuzen, dass das dazu führen kann, dass die Leistung sinkt. Genau. Die sonstigen Parameter waren relativ gleich mit ein bisschen Fluktuation, also bis auf die Leistungseinbuße hat sich im Prinzip nicht viel getan. Zumindest unter diesen Bedingungen mit relativ hohen Weideanteilen. Im Bereich sollte sich das von der Erwartung her abspielen. Vielleicht kann insbesondere Guido dazu noch was sagen, wie die Erfahrungen bei ihm auf dem Betrieb sind. Genau. Wenn es jetzt um Wachstum und Tageszunahmen geht, habe ich einen Versuch gefunden, der Deutsch-Holstein, also die Schwarzbunte Holsteins mit DSN vergleicht. DSN in drei verschiedenen Fütterungsstufen sozusagen, also mit relativ extensiver Fütterung bezogen auf ein konventionelles System, was als solches schon relativ intensiv ist. Bullenmast, also das ist durchaus sozusagen weitergeführte Mast. Spannend dabei ist, dass und im Vergleich zu Fleckvieh, also noch praktisch in dem Fall jetzt Fleckvieh-Fleisch, also mehr als fleischbetonte Doppelnutzungsrasse. Spannend ist, dass wenn man sich die Tageszunahmen anguckt, vor allen Dingen am Anfang, also im relativ frühen Stadium, dann sind die Holsteins durchaus wettbewerbsfähig, könnte man sagen, zu dem Standardfütterungsniveau bei den DSN und erst nach hinten raus nehmen sie in den Tageszunahmen ab. Das fand ich erstmal interessant soweit. Wenn man sich aber unten die Typnoten anschaut, vom Exterieur her, dann sieht man eben deutlich, wo die zurückliegen. Also dass sie halt deutlich schlechteren Muskelansatz haben und nicht ganz so gut wachsen. Also nur das einfach vom Punkt her. Spannend ist aber auch, dass das schwarzbunte Niederungsrind, wenn es nicht ganz so intensiv gefüttert wird, zumindest in dem Versuch eben ähnlich schlecht abschneidet im Verhältnis, wenn man es jetzt mit Fleckvieh vergleicht, wie die deutschen Holsteins. Also die sind dann durchaus konkurrenzfähig sozusagen. Genau, das hatte ich schon gesagt. Am Schlachtertag ist es dann ein bisschen deutlicher. Also da sind einfach die Vorteile der Doppelnutzungsrasse dann von den DSN deutlicher. Sowohl was die Handelsklasseneinstufung angeht, als auch die Schlachtausbeute und das Schlachtkörpergewicht. Das geht jetzt in die Richtung, die Daniel im Prinzip auch gezeigt hat, dass das auch an den Kreuzungen deutlich sichtbar ist, dass sie da Vorteile haben.
Und es scheint eben so zu sein, dass das dann auch relativ übertragbar ist, sowohl zwischen extensiven als auch intensiveren Bedingungen. Genau, das gilt im Prinzip dann, zieht sich so weiter durch, wobei spannend ist bei der Fleischqualität durchaus so ist, dass die Holsteins dann wiederum einen gewissen Vorteil haben. Habe ich jetzt so aus der Praxis durchaus auch schon mal gehört, dass Einzelne mir das so berichtet haben, dass die Holsteins, wenn sie relativ lange gemästet werden, dann durchaus Vorteile haben können, auch in der Fleischqualität, dann eben nur die Erträge nicht bringen. Genau, also das vielleicht als Abschluss, dass der Versuch war eben, der passte ganz gut, auch wenn es nicht viele Tiere sind, passte der ganz gut, um einfach eine gewisse Aussage und eine gewisse Erwartung abbilden zu können. Genau, wenn man jetzt ein bisschen drüber hinausschaut, also wenn man jetzt so ein bisschen von den Leistungsmerkmalen weggeht und in Richtung vielleicht Funktionalität schaut und Gesundheit und da so ein bisschen nach Versuchen schaut, dann findet man ein paar, auch aus letzter Zeit, relativ aktuelle, die zum einen DSN mit Holstein vergleichen oder ähnliche sozusagen DSN-Equirassen in Skandinavien oder auch in Polen mit Holstein vergleichen. Das ist die Untersuchung von Bieber, genau, und dann gab es den Versuch oder den Vergleich in Trenthorst von der Kerstin Barth und die Silvia Ivemeyer hatte was mit den Anglern gemacht und eigentlich ist es da relativ deutlich, dass man schon erwarten kann, dass es bei den Doppelnutzungsrassen im Vergleich und vielleicht kann man das ein Stück weit auf die Kreuzung übertragen, dass man schon erwarten sollte, dass wenn man insbesondere die Verdrängungskreuzung weiterführt, Rede von Mara. Das ist da eine Regelung. Dass es da eine bessere Fruchtbarkeit geben sollte, eine bessere Gesundheit bezogen auf einzelne Bereiche und auch eine bessere Nutzungsdauer. Bessere Gesundheit kann man ein bisschen einschränken, also zumindest im Versuch in Trenthorst gab es im Nachgang die Aussage, dass die Rotbund-DN, zumindest was die Eutergesundheit angeht, nicht ganz so gut waren wie die HF. Rasse. Genau, also das ist nur als sozusagen Erwartung, dass man die Erwartung schon haben kann, dass man vielleicht auf der einen Seite Leistungseinbußen hat, aber dass die Funktionalität durchaus besser werden sollte. Allerdings ist das eben nicht 100% gesichert, also die Ergebnisse sind da nicht so ganz eindeutig und vor allen Dingen ist das halt eine relativ geringe Datenbasis. Wichtig wäre mir da einfach zu sagen, dass man das ein Stück weit nicht so einfach denken sollte und vor allen Dingen nicht die Erwartung haben sollte, wenn man eine Doppelnutzungsrasse einkreuzt, der man vielleicht ein bisschen nachsagt, dass sie robuster ist, dass dadurch Schwächen, die in der Herde bestehen, besser werden automatisch. Das ist einfach nicht so. Und ich würde das ein bisschen in diesem Kontext und Zusammenspiel verorten, dass Gesundheit eben nicht nur direkt entsteht oder bleibt, sondern dass das durchaus ja mit vielem anderen zu tun hat, wie zum Beispiel dem Exterieur. Und wenn das halt nicht passt, dann bekomme ich auch andere Probleme. Also nur einfach sozusagen nicht zu einfach denken, sondern nicht erwarten, dass da was von alleine passiert, sondern eher den Prozess der Umkreuzung oder Verdrängung halt auch als so aufwendig, wie er ist, wahrnehmen und auch züchterisch vor allen Dingen aufwendig. Also es muss mit einem klaren Ziel passieren und die Selektion muss auch mit Fokus passieren. Genau, das war jetzt für mich so der Übergang zu den Gebrauchskreuzungen. Das ist jetzt im Prinzip das, was wir jetzt schon gehört haben, weil Daniel das schon präsentiert hat. Für mich war da einfach nur der Punkt zu sagen, dass das halt typischerweise die Anpaarungen sind, die man mit Fleischrasse macht, auf Milchrasse, um Tiere für die Mast zu erzeugen, was ja Daniel auch ganz klar und schön dargestellt hat. Was dann eigentlich ja bedeutet, dass die Remontierung dieser Kälber für die Zucht nicht sinnvoll ist. Also die nehme ich nicht zur Bestandsergänzung, wobei ich das wäre für mich noch eine Frage, das mit den Galloways, das hatte ich nicht ganz so, war mir nicht ganz klar, ob das damit gemeint war, dass sozusagen der gesamte Bestand damit besamt wird und die dann auch remontiert werden oder ob das nur Mast, extensive Mastkreuzungen sind, die auf den Schutzflächen laufen. Genau. Aber grundsätzlich ist es eigentlich dann so, dass die nicht remontiert werden. Ich habe das jetzt ein bisschen auf den Demeter-Bereich zugeschnitten, weil es da schon gewisse Einschränkungen gibt bei der Rasse- und Bullenwahl. Also das mit der Leichtkörperigkeit ist, denke ich, klar. Das bezieht sich ja auch ein Stück weit auf eben so Rassen wie weiß-blaue Belgier zum Beispiel oder auch die Inra 95, die ja zum Teil auch diese Doppeländer-Mutation mitbringen können, wenn man nicht aufpasst, wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da sind einfach so ein bisschen Grenzen und dazu kommt dann eben das generelle Verbot von gesexten Sperma, weil natürlich solche Gebrauchskreuzungen auch gerne mit gesexten Sperma gemacht werden in der Breite, in der Praxis, ne? Weil das schön einfach ist, technisch sozusagen. Und in den Richtlinien ist eben zusätzlich auch ausgeschlossen, dass Gebrauchskreuzungen mit genetisch hornlosen Bullen gemacht werden. Also auch Kreuzungen mit Angus und Galloway sind nicht zulässig, auch wenn es nur Gebrauchskreuzungen sind. Wenn Angus und Galloway können natürlich in Reinzucht gehalten werden, aber eben nicht zur Kreuzung.
Und dann gibt es noch die zusätzliche Einschränkung, das ist jetzt bei Daniel so ein bisschen durchgeklungen, fand ich, dass einfach in einigen Fleischrassen es zunehmend schwieriger wird, überhaupt noch horntragende Zuchttiere zu bekommen, also horntragende Deckbullen oder horntragende Besamungsbullen. Da sind jetzt ein paar genannt. Das ist, denke ich, zieht sich überall durch und das ist natürlich für Gebrauchskreuzungen durchaus problematisch. Genau. Das haben wir aber jetzt auch schon gesehen, dass natürlich Gebrauchskreuzungen genauso mit Doppelnutzungsrassen erzeugt werden können, wobei dann natürlich auch eine Durchlässigkeit da sein kann. Also das kann ich ja irgendwo ein Stück weit verbinden. Ich kann auf der einen Seite verdrängen und dann natürlich die entstehenden Kreuzungskälber, die männlichen, auch als Gebrauchskreuzung mästen zum Beispiel. Also das ist dann so mehr oder weniger durchlässig und ich kann natürlich auch die weiblichen Tiere dann remontieren. Also das ist im Prinzip sowas wie ein fließender Übergang. Insofern kann man das vielleicht so als Schnittstelle sehen. Auch da gilt nochmal, dass je weniger dann am Ende die Rassen verwandt sind, eigentlich eine größere Heterosis zu erwarten ist. Das hatte ich jetzt zumindest bei dir, Daniel, auch so verstanden, dass das durchaus vielleicht auch einen Einfluss hat auf die Ergebnisse. Genau, das ist so ein bisschen der Umschlag, also der Rahmen. Ich denke, ich bin auch mit der Zeit schon fast durch, genau, wenn nicht schon leicht drüber. Ich habe jetzt nur noch so zwei Punkte, die mich noch beschäftigt haben zum Abschluss. Einmal, unter welchen Voraussetzungen könnten denn die Milchrassen konkurrenzfähig sein? Wenn sie vielleicht nicht ganz so extrem sind, wie unter das Ganze schon sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Es gibt da ja so ein paar Versuche. Also ich hatte nur einen so einen Zwischenbericht gefunden, auch vom Thünen-Institut, wo es um Weidemast von AF-Kälbern geht. Und da ist zumindest das Zwischenergebnis so, dass gesagt wird, dass die relativ konkurrenzfähig sind unter diesen Bedingungen im Vergleich zu intensiven Kälbermast mit leicht geringeren Leistungen, aber eben auch sehr extensiv. Und wenn da die Intensität steigen könnte, eventuell auch mit besseren Leistungen. Genau, also das wäre einfach vielleicht für die Kälbermast interessant. Das war zumindest auch der Übertrag sozusagen oder die Verbindung zu diesem Versuch von Martin. Dass da einfach zumindest am Anfang durchaus ein gewisses schnelles Wachstumspotenzial ist, wenn sie intensiv gefüttert werden. Das war in dem Versuch dann verbunden mit der großen Trockenmasse-Aufnahmefähigkeit der Kälber und dass sie da einfach einen Vorteil haben, die Holsteins. Macht ja einen gewissen Sinn im Kontext der Rasse, genau. Also das wäre nur einfach als Gedanke dabei, also dass natürlich da auch vielleicht eine Relevanz ist für Betriebe, die eben gar nicht kreuzen wollen, sondern eigentlich im Prinzip nur ihre männlichen Kälber mästen. Und letztlich vielleicht in Verbindung, das wäre jetzt so ein bisschen das, was Daniel auch angesprochen hatte, dass es vielleicht oder dass es eigentlich nur dann gut funktioniert, wenn das Ganze kostendeckend läuft und das mehr oder weniger nur mit Quersubventionierung läuft, wenn ich das natürlich über eine starke Direktvermarktung machen kann und mit intensivem Management verbinden, dann kann das ja vielleicht funktionieren. Also vielleicht löst sich das dann so ein bisschen, löst diese Rassefrage sich ein bisschen auf und ist tatsächlich möglich, am Ende sowas wie ein klassisches Bruderkalb auch mit Holsteinkälbern zu erzeugen. Das war für mich einfach nur ein Punkt, vielleicht kann man das noch diskutieren, vielleicht gibt es da einfach auch ganz andere Erfahrungen und das ist im Prinzip gar nicht mehr möglich. Also mir geht es da vor allen Dingen um die Perspektive für die Betriebe, die eigentlich an der Rasse festhalten wollen. Und das kann man natürlich direkt auch mit der Frage verbinden, welche Strategie macht denn jetzt für welchen Betrieb Sinn? Und ich würde eigentlich so in der Zusammenschau sehen, dass man schon sagen kann, dass je extensiver das ist, was man hat und gleichzeitig das Management und man immer noch Holsteinkühe hat, desto wichtiger wird es, sich mindestens mittelfristig Gedanken zu machen, ob man mit dieser Rasse so weiterarbeiten kann, weil es mag vielleicht jetzt noch so sein, dass man vielleicht noch auf alte Genetik zurückgreifen kann und das irgendwo ausgleichen kann, also vielleicht nicht diese ganz extreme Genetik einsetzt, die sich anbahnt, aber ob das langfristig so gehen kann oder mittelfristig so gehen kann, ist halt eine große Frage und dann muss ich zumindest, wenn ich einfach immer deutlicher merke, dass ein Betriebssystem gar nicht mehr zu diesen Tieren passt, mir die Frage stellen, muss ich nicht die Rasse wechseln? Also die Frage ist einfach deutlich berechtigt und gerade bei solchen Betriebssystemen ist die einfach da. Allerdings, und das ist jetzt ein Punkt, das war nur wichtig aus meiner Sicht in der Bewertung, das kann halt nicht mit der Erwartung verbunden sein, dass sich dadurch irgendwas verbessert zwangsläufig, sondern im Prinzip geht es dann eher darum, sozusagen in die Zukunft schauend die Möglichkeit zu erhalten, dass das eigene Betriebssystem nicht sich so weit von der Rasse entfernt, die ich halte, dass das irgendwann gar nicht mehr funktionieren kann.
Und je intensiver das Ganze ist, ich hab kurz überlegt, ob ich da erfolgreicher nebenschreiben soll, mit Blick auf die Leistung, was aber wahrscheinlich gar nicht richtig ist. Aber je intensiver ich das hinbekomme, auch diese Herausforderungen zu nehmen, die solche Tiere mit sich bringen, desto eher kann das vielleicht tatsächlich funktionieren, dass ich mit der Rasse weiterkomme und am Ende über Gebrauchskreuzungen oder die Mast der Milchkälber auch irgendwie gut klarkomme in der Vermarktung. Also ich denke, in diesem Spektrum läuft das irgendwo ab und das muss halt ein Stück weit jeder Betrieb für sich selbst sehen, wie er das hinbekommt. Mir wäre nur wichtig zu sagen, dass es die Betriebe ja durchaus gibt, die im Moment noch mit der Rasse gut klarkommen. Insofern brauchen auch die ja eine gewisse Strategie, wie sie mit den männlichen Kälbern umgehen. Genau. Vielleicht soweit von mir. Das wäre im Prinzip sowas wie der Einstieg für mich in die Diskussion. Genau. Vielleicht können wir das dann einfach im Zusammenhang auch noch ein bisschen mit Daniel machen. Ich hätte tatsächlich noch die Frage an Daniel, wenn ich das darf, sozusagen, um in die Diskussion überzuleiten. Du hattest davon gesprochen, dass du sagtest, dass zum Teil die HF-Kälber einfach schon zu extrem waren. Und ich hatte das ein bisschen auf die Genetik bezogen. Also ich hatte es so verstanden, dass du damit vor allen Dingen die Genetik meinst. Kannst du das an irgendwas festmachen? Also, weil du sagtest, dass das Betriebe sind, die einfach eine hohe Leistung haben. Haben die besondere scharfe HF-Genetik oder ist das dann ganz moderne Genetik und gibt es dann noch eine alte HF-Genetik, die besser messbar ist? Genau, also in diesen, wir haben letztes Jahr von einem Betrieb 8 Kälber bekommen und dies Jahr auch wieder einen großen Schwung von einem Betrieb, die beide so zwischen 9.000 und 11.000 Liter liegen im Biobereich. Und ich kenne die Kühe sehr gut vor Ort und das sind letztendlich relativ großrahmige, letztendlich, ich sage mal, relativ scharfe Milchtypen, Milchgenetik im HF-Bereich. Und diese Tiere, wie gesagt, einfach nicht wirklich interessant waren für uns als Messer, wohingegen ich eben auch von anderen Betrieben Tiere ja bekommen habe, die vielleicht bei 7.000 bis 8.000 Liter liegen, auch im HF-Bereich, mit aber etwas schwereren Kühen, tiefen Kühen, wo sich die Tiere doch wesentlich besser präsentiert haben. Also die Frage ist schon, ist es rein die Genetik oder ist es auch die Aufzucht? Denn beide Betriebe tränken eher relativ restriktiv. Also das ist, dafür war die Stichprobe zu klein, um das belastend darzustellen. Das muss man weiter prüfen. Aber auf jeden Fall die Kombination aus scharfen, intensiven HF-Kühen und einer relativ restriktiven Milchtränke führt auf jeden Fall dazu, dass diese Tiere quasi unbrauchbar sind in der Mast. Genau, das müsste man jetzt testen mit mehr Milch. Ob der Faktor eher bei der Genetik liegt oder bei der Milchfütterung innerhalb der ersten 4 Wochen primär. Okay, dann vielen Dank euch beiden. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Haben wir euch erschlagen mit den Infos? Ich fände es eigentlich Franz. Gut, Carsten. Achso, nee, dann der Franz. Du kommst danach. Gut. So. So, jetzt geht's. Ich bin aus Österreich und in Österreich ist durchaus eine Nachfrage nach Bio-Milchmast-Kälbern. Wir haben jetzt eher im Biobereich zu tun, dass wir zu wenig Kälber haben und an sich im Hochzuchtgeschehen oder vor allem HF-Zuchtgeschehen ist man jetzt bemüht, das Kalb Rosé zu kreieren, damit man eben den Ruf, dass Kälber nach Holland gehen, dort gemästet werden und dann wieder zu uns zurückkommen, vor allem in die Gastronomie. Also es ist enorm, was Österreich an holländisch gemästeten Kälbern in der Gastronomie braucht, versucht man das ein bisschen abzuwehren. In der Form, dass man die Kälber dann so gegen 5 Monate hin erst schlachtet und nicht schon mit 4 Monaten oder so. Das ist ein bisschen so ein Trend. Also wir haben am Hof selbst auch Biomilchmastkälber gemästet oder gemacht und waren damit eigentlich immer zufrieden. Nur bei uns haben wir die Kälber bei den Kühen saufen können, also muttergebundene Aufzucht, aber nur über Nacht, also nur einen halben Tag quasi, die halbe Melkung. Und von daher ist natürlich dann schon der Milchverbrauch so jenseits von 1000 Liter, bis ein Kalb fertig ist. Und wenn der Milchpreis dann gut ist, ist nicht sehr interessant. Danke.
auch für den Eindruck. Kannst du noch was sagen? Ich würde gerne von dir nochmal hören, Carsten. Magst du nochmal was zu dieser N-Rad 95 sagen? Du hast es so kurz angedeutet mit dieser Mutation. Also genau, Mr. Daniel, korrigier mich. Also es ist ja eine im Prinzip eine synthetische Rasse aus verschiedensten Rassen zusammengekreuzt. Ich glaube mindestens dreien französische Rassen, also plus blau-weiße Belgier. Jetzt hoffe ich, sage ich nichts Falsches. Blonde d'Aquitaine ist, glaube ich, mit drin, ne? Ja, Blonde d'Aquitaine, Pimenteser ist ein Teil drin, blau-weiß genau. Belgier. Blau-weiß Belgier und über die blau-weißen Belgier kann halt diese Doppeländermutation praktisch von einzelnen Bullen getragen werden. Und da muss man ein Stück weit drauf aufpassen, weil das natürlich dann Schwierigkeiten machen kann. Genau. Genau, und auch ganz grundsätzlich immer ein Anteil blau-weiß Belgier grundsätzlich da drin enthalten ist, wo man immer sich ja grundsätzlich fragen muss, wollen wir mit dieser Rasse arbeiten oder schließen wir es kategorisch aus? Ja. Also ich kenne die tatsächlich auch jetzt nur aus diesem Beef on Dairy Kontext, ne? Also Besamung Beef on Dairy. So, ich habe jetzt noch nie einen Bullen davon gesehen, als Deckbullen oder so. Also nee. Deswegen, ich kenne das eigentlich nur als genau. Ja. Okay, gibt es sonst noch Fragen aus der Runde? Ja, Annabel. Ja, also vor ungefähr einem Jahr habe ich mal auch so eine Online-Veranstaltung mitgemacht. Da ging es eben auch um die Zucht auf Lebensleistung. Und vielleicht wäre es in diesem Kontext auch nochmal interessant, eben zu hören, wie eigentlich da der Stand ist. Seid ihr da wirklich vernetzt oder Carsten, bist du da vernetzt quasi mit den Menschen, die da versuchen, eben Zucht auf Lebensleistung zu betreiben? Ist das durchaus auch eine Option, eben Holsteintiere oder was auch immer, eben Genetik aus Zucht auf Lebensleistung eben einzusetzen? Kannst du dazu nochmal was sagen? Also ja, also vernetzt auf jeden Fall. Also die Kontakte sind da. Wir kooperieren im Prinzip direkt mit der EUNA. Die ja mehr oder weniger die, also wenn es jetzt um den Bezug von Tieren und Sperma geht, die Organisation ist, die das federführend macht. Und den Vertrieb macht dann Göpel in Deutschland. Also das Sperma ist verfügbar und genau, also die, wenn Bedarf dafür da ist oder wenn Interesse dafür da ist, dann kann ich eben im Prinzip den Kontakt herstellen. Ich kann das, also ich selber kann sozusagen das Sperma natürlich nicht vertreiben, aber also wir kooperieren da. Das ist manchmal ein bisschen schleppend, weil die EUNA einfach nicht so, ich sage jetzt mal personell nicht so gut aufgestellt ist. Das ist einfach in gewisser Hinsicht ein Problem. Also das ist sozusagen manchmal ein bisschen schwierig ist, das halt in die Breite zu bringen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass das, also ich würde es jetzt mal so sagen, mit Blick auf das, was Daniel auch nochmal gesagt hat, mit den scharfen Typen, ist das halt eine völlig andere Holstein-Genetik. Also je nachdem, wie man sieht, ich würde jetzt niemandem aus der Lebensleistung so nahe treten wollen, aber das ist halt eine alte Holstein-Genetik, wenn man so will. Also die sind einfach Tiere, die Eigenschaften mitbringen, die im Gegensatz zu dem stehen, was diese ganz scharfen, sehr leistungsbetonten Typen mit sich bringen. Und natürlich ist das eine Alternative für die Betriebe, die mit der Rasse arbeiten, um sich zumindest solche Eigenschaften zu erhalten. Genau, wobei, das würde ich einfach nochmal dazu sagen, ist die Variabilität in dieser Rasse, die ist schon noch so breit, dass es auch noch andere Typen gibt als diese ganz scharfen. Aber die Frage ist halt, wie das in der Zukunft weitergeht, ne? Also wir bereiten jetzt gerade so Besamungsbullenempfehlungen vor, die darauf abzielen, in erster Linie töchtergeprüfte Bullen zu empfehlen, die sicher geprüft sind und die vor allen Dingen keine starken Extreme vererben. Also das heißt, die eben nicht diese starke Schärfe mit sich bringen, eher mittelarmig sind und eine gewisse Robustheit über den BCS abgebildet mit einer Grenze nach oben bei der Größe. Und das ist schon eine Genetik, die aus meiner Sicht in diese Richtung geht. Also die ein bisschen weg von diesem ganz extremen Typ ist. Und die gibt es noch. Ob es die langfristig gibt, ist dann eine andere Frage. Also genau, insofern würde ich dir absolut zustimmen. Also die EUNA ist einfach eine Alternative, die da ist. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, an Sperma zu kommen, würde ich so formulieren.
Aber genau, also wenn da Interesse ist, dann sage ich das gerne nochmal in die Runde. Also der Kontakt kann gerne hergestellt werden. Ich kann mich gerne bemühen, das sozusagen stärker anzustoßen. Ich kann eben, wie gesagt, nur nicht Ihr Sperma für Sie verkaufen. Das geht leider nicht. Naja, und je mehr Betriebe diese alte Genetik weiterhin nutzen, ne, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns nicht verloren geht. Also. Ja. Genau, bevor ich gleich den Bildschirm teile, ganz kurz zwei Sätze vorweg. Mein Name ist Daniel Bischoff, bin seit 5 Jahren in der Biolandberatung tätig hier in Niedersachsen, gebürtig vom Milchviehbetrieb. Wir haben mittlerweile zu Hause einen eigenen Bioland-, Mutter-, Kuh- und Rindermastbetrieb. Letztes Jahr und auch dieses Jahr haben wir Kreuzungskälber aus der Milchviehhaltung gemästet, letztes Jahr zusammen mit dem Ministerium zusammen. Und genau, dazu möchte ich heute was vorstellen, mit der Hintergrundfrage natürlich, genau, Doppelnutzungsrassen versus Kreuzung habe ich das genannt. Genau, und da gibt es quasi gleich Folien zu den Ergebnissen, die wir letztes Jahr hatten, mit den Ergänzungen jetzt aus dem diesjährigen Mastjahr. Und auch das, was ich sonst innerhalb der Beratung sehe und wahrnehme. Gut, ihr seht meinen Bildschirm, richtig? Ja. Genau. Auch genau, bei uns wurde eben das Projekt, das wir letztes Jahr hatten, durchs Ministerium gefördert. Und weil ich da einige Folien draus habe, darf ich diese schöne Folie immer vorweg zeigen. Genau, ich habe einmal eine Hochrechnung gemacht, die ich laufend auch noch immer ergänze. Genau, Demeter wusste gerade nicht genau, wie viele Kühe sie haben in Niedersachsen und Bremen. Das wird nochmal ganz spannend. Genau, bei uns wird das auch laufend quasi, ist das laufend veränderlich. Genau, was ich hier zeigen möchte. Wir haben circa 10.000 Kälber allein aus der Bioland-Milchviehhaltung in Niedersachsen und Bremen. Und wir haben ja eben auch einige Demeter- und Naturlandbetriebe und noch ein ganz paar andere Betriebe, die nicht bei den, ich sag mal, drei großen Verbänden untergebracht sind. Und wir haben ja noch die Mutterkuhhaltung. Das war sozusagen die Ausgangslage für den Versuch letztes Jahr, dass wir gesagt haben, wir haben ganz grob 10.000 Kälber allein auf den Biolandbetrieben und dazu kommen noch genau ein paar tausend Tiere von den anderen Verbandsbetrieben und EU-Biobetrieben. Und diese Tiere müssen wir letztendlich im Biobereich mästen. Das sollte unser Anspruch sein. Genau, was sind die Potenziale der Mast? Das ist sozusagen ja der Hintergrund auch einer solchen Veranstaltung heute, dass wir das Ziel haben sollten, natürlich den ökologischen Kreislauf zu schließen, dass wir mit gesunden Kälbern letztendlich auch hohe Zunahmen generieren, dass wir mastfähige Tiere produzieren, dass wir Schlachtkörper produzieren, die auch einen Absatz finden. Das Potenzial ist eben, ja, mit möglichst wenigen Transporten und Umgruppierungen dort auch hinzukommen zu diesem Ziel, dass wir damit ja, die Biotiere, eben was sowohl die Haltung und Fütterung angeht, im Biobereich halten. Grundsätzlich muss man ja in der Mast unterscheiden von solchen Tieren. Geht es um Kälber, Jungrind oder auch die Ausmast, also wenn wir hier über Fersen, Ochsen oder Bullen sprechen, genau, Ochsen sind konventionell kein Thema mehr. Im Biobereich sind Ochsen zum Glück noch ein Thema und erfahren auch einer zunehmenden Wertschätzung durch ihre Fleischqualität. Genau, ich habe das mal hochgerechnet. Genau, wir liegen hier auf jeden Fall zwischen 10 und 20 Millionen Wertschöpfung, die allein zu generieren sind für die Landwirte. Wenn wir dort mit Werten aus der Direktvermarktung kalkulieren, eben noch entsprechend höher. Das heißt, dort ist ein Potenzial. Dort ist ein Potenzial, was wir im Moment als Biobetriebe nicht generieren. Und das sollten wir aus meiner Sicht definitiv tun. Denn genau, Biorindfleisch ist aktuell sehr stark gefragt. Und auch meine Einschätzung ist dazu, dass das grundlegend genauso bleiben wird. Genau, dass Bio-Rindfleisch weiter gefragt ist. Wir sehen das in Deutschland, die Zahlen, jedes Jahr wird mehr Rindfleisch gegessen und davon der Anteil Bio auch nochmal weiter steigend, sodass wir da, glaube ich, gute Marktpotenziale haben. Ja, mögliche Rassen, ich habe hier mal ein paar zusammengestellt. Wir sehen das auch gleich, was wir im Versuch dargestellt haben. Wenn es jetzt um die Besamung von Milchkühen geht, mit Fleischrasse-Genetik,
Ich habe hier einfach mal in Klammern ein Stichwort quasi dazu geschrieben. Das ist gar keine Wertung, aber das ist vielleicht ein Thema, was man grundlegend bei den jeweiligen Rassen bedenken sollte. Angefangen natürlich mit den Blau-Weiß-Belgiern, die für manche grundsätzlich ausscheiden aufgrund eben der Kaiserschnittproblematik in der Reinzucht. INRA 95 kennen mittlerweile auch schon ein paar Betriebe. Das ist ja letztendlich eine Gebrauchsrasse, die eben aus mehreren Rassen besteht. Höchst interessant, da kenne ich jetzt ein paar Biobetriebe, die die vermehrt einsetzen, diese Tiere, mit sehr vitalen Kälbern, wo der Heterosis-Effekt tatsächlich sehr stark zu wirken scheint. Genau, sehr, sehr vitale, mastfähige Kälber. Ja, alle, die Limousin-Mutterkuhbetriebe kennen oder Absetzermast, wissen, wie anspruchsvoll Limousin ist, teilweise in dem Temperament. Charolais ist aufgrund der Schwerkalbigkeit aus meiner Sicht keine gute Option im Milchviehbereich. Angus, ja, scheidet für Demeterbetriebe aus aufgrund der hornlosen Zucht, für manche andere Biobetriebe aber höchst interessant, genau deswegen, weil eben die rein erbig hornlos sind, die Tiere. Ja, auch Fleckvieh DSN ist natürlich eine Frage, ob ich sie, ja, wie Carsten Schieber schon vorgestellt habe, einkreuze, entweder als Verdrängungskreuzung oder Rotationskreuzung zum Beispiel. Und dann werde ich auch noch ganz kurz was sagen zu Wagyu oder Galloway, weil auch das immer mehr wird auf den Milchviehbetrieben. Ja, noch ein paar Folien zum letztjährigen Versuch. Wir haben letztendlich Kälber gemästet auf Grünland und auch auf einem Ackerbaustandort. Rechts, das wurde letztendlich Kleegras. Links, das war ein kleiner Ausschnitt letztendlich von dem Dauergrünland, wo diese Tiere laufen konnten. Ja, und vorweg, genau, ich züchte selbst seit mittlerweile gut 2 Jahren DSN-Rinder. Wir haben in dem Versuch aus 3 Betrieben DSN-Kälber auch mitgemästet. Und genau, hier einfach nur mal 3 Impressionen dazu, im Alter von 4 Monaten, dann im Alter von 6 Monaten und im Alter von 8 Monaten. Die Zahlen sehen wir gleich dazu bezüglich Schlachtgewicht. Ja, mich haben tatsächlich die Ergebnisse, die wir hatten im Bereich DSN, sehr begeistert, aber ich komme gleich dazu. Ja, was haben wir noch für Tiere gemästet? Also der Großteil unserer Biobetriebe hat ja letztendlich eine HF-Population im Stall stehen oder überwiegend HF-Genetik und ist auch in der Regel nicht bereit, davon abzuweichen oder nicht grundlegend oder nicht schnell auf jeden Fall, sodass für die meisten Betriebe auf jeden Fall nur eine Gebrauchskreuzung in Frage kommt durch den Einrass von Fleischrassebullen. Hier sehen wir jetzt mal eine Angus-Kreuzung. Wir haben auch Limousin-Kälber gemästet. Hier sieht man genau ein richtig schönes Tier, ein weibliches Tier, was mit in den Versuch gegangen ist. Genau, vielleicht eine Folie zu Angus und Limousin, weil das sicherlich sehr verbreitet ist und auch für viele Betriebe zu überlegen ist. Angus einfach aufgrund der Leichtkalbigkeit höchst interessant für Betriebe, hornlos, eben Ausschlusskriterium für Demeterbetriebe, für alle anderen Biobetriebe aber vielleicht gerade interessant. Ausgesprochen ruhiger Charakter, etwas kleinrahmigere Tiere mit einer leider sehr schlechten Ausschlachtung, auf jeden Fall im Versuch und einer nicht optimalen Schlachtqualität. Also hier muss man genau überlegen, ob diese Tiere passen. Sowohl letztes Jahr als dieses, auch in diesem Jahr fallen für mich diese Tiere leider raus. Limousin, genau, da ist es so, dass auch diese Tiere in der Regel genau in der Kalbung keine Probleme machen. Sind eben sowohl behornt und hornlos verfügbar, also damit eben auch für alle Betriebe gut einzusetzen. Und man erhält letztendlich einfarbig schwarze Kälber, weil auch für die Vermarktung die Farbe oft eine Rolle spielt. Gerade wenn es eben über größere Zuchtorganisationen verkauft werden, solche Tiere, die werden generell klassifiziert nach der Farbe und da sind ganz schnell zwischen 50 und 100 Euro je Tier dazwischen allein aufgrund der Farbe. Ja, wir haben die Kälber auf 10 Hektar Kleegras gemästet. Hier sieht man mal einen Ausschnitt der Population, die wir letztes Jahr hatten. Wir haben unter anderem eben auch Jersey-Kreuzung gemästet. Wir haben eine zunehmende Anfrage von Biobetrieben, die auf Jersey umstellen wollen. Haben mittlerweile auch mehrere reinrassige Jersey-Betriebe dabei bei Bioland.
Und hier sieht man eben auch ja, auf diesem Foto die reinen Jerseys und dann eben besamt mit Blau-Weiß Belgier. Und da, genau, kann man eben sagen, dass die ein sehr, sehr leichtes Schlaggewicht hatten. Leider nicht wirklich interessant im Vergleich zu den anderen Rassen. Ja, wir haben mit Chevrolet Tiere gemästet. Wir haben, was sehr verbreitet ist, mittlerweile auf jeden Fall auch die blau-weißen Belgier Kreuz und Mal HF in der Auswertung gehabt, die mit 128 Kilogramm nur ja, im guten Mittelfeld lagen und gar nicht besonders herausragten tatsächlich. Genau, hier sieht man die bei der Fütterung letztendlich, die haben Kraftfutter jeden Tag dazu bekommen. Ja, Inra 95, weil es eben doch einfach noch einige nicht kennen, das sind letztendlich hellrot gefleckte Tiere, so ist die Beschreibung, mit einem deutlichen Muskelansatz, mit einem hohen Anteil an normalen Geburten, das ist für die Milchviehbetriebe absolut notwendig und wirklich mit überlegenen Mast- und Schlachtleistungen aufgrund der Vitalität, mit sehr hohen Ausschlachtungen, also das ist wirklich interessant für die Betriebe, die grundsätzlich sich vorstellen können, auch mit einem Genanteil der blau-weißen Belgier generell anzupaaren, denn der ist da zwingend drin erhalten. Ja, dann habe ich zwei Folien. Wir haben sowohl letztes Jahr Wagyu-Kreuzung gemästet und auch dieses Jahr. Da haben wir einen Betrieb, der die zum Glück immer genau damit anpaart. Höchst interessant. Hier sieht man ein reinrassiges Tier und genau auch eine Kreuzung hier jetzt im Fall tatsächlich mit HF mal Wagyu. Und alle, die sich mit dieser Rasse schon mal beschäftigt haben, die kennen vielleicht dieses Foto oben rechts. In der Reinzucht sehen diese Tiere tatsächlich so aus, in der Kreuzung natürlich etwas anders. Aber der absolute Vorteil dieser Tiere ist, dass wir eben eine Ausschlachtung haben von ja, 60%. Sehr zutrauliche Tiere mit einer hohen Robustheit vom Fleisch her, eine sehr starke Marmorierung haben, mit einem hohen Genusswert, hohe Tageszunahmen. Das sind wirklich Tiere, die für Direktvermarkter höchst interessant sein können. Immer mit der grundsätzlichen Frage, genau, wer soll denn nachher diese Tiere auch vermarkten? Wenn Betriebe in die Direktvermarktung einsteigen wollen, weil es Wagyu eben auch überwiegend behornt gibt, auch höchst interessant damit für alle Biobetriebe. Das ist wirklich zu überlegen. Ja, letzte Woche war ich auf einem Betrieb, der jetzt in die Umstellung geht, ein Milchviehbetrieb mit 100 Kühen, die schon seit mittlerweile 15 Jahren ausschließlich mit Galloway besamen. Höchst interessant, deswegen habe ich sie reingenommen, das habe ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht. Der besamt tatsächlich den Großteil seiner Kühe mit Galloway, weil er sehr viel extensives Grünland hat und nur einen Anteil intensives Grünland für die Milchviehhaltung. So dass der tatsächlich alle seine Holsteinkühe mit Galloway besamt. Und das waren sehr robuste Tiere, die letztendlich wirklich aussehen wie Galloways. Etwas spitz, wenn die jünger sind. Also die Fleischfülle kommt wirklich erst am Ende. Die haben eine ziemlich lange Mastdauer von 3, 3,5 Jahren. Also wir sprechen hier wirklich über intensives Weidefleisch von Ochsen und Fersen. Die haben einen Hofladen, darüber werden die alle vermarktet mittlerweile. Das sind 30 Tiere im Jahr, die über den Hofladen vermarkten. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, sicherlich nicht für alle Betriebe die Lösung, aber wie gesagt, wer im Bereich Direktvermarktung unterwegs ist, der sollte nicht bei blau-weißem Belgier stehen bleiben. Genau, auf einer Folie nochmal zusammengeführt, was spricht für diese Extensivrassen oder was spricht dagegen? Die geringeren Tageszunahmen natürlich, auch Tränkeschwierigkeiten wurden auf diesem Betrieb auf jeden Fall sehr stark in den Vordergrund gestellt, dass diese Kälber am Anfang wohl nicht so gut saufen, das ist eine Herausforderung. Letztendlich sind aber dann die älteren Tiere sehr gut für extensives Grünland auch geeignet. Ochsenmast ist gut umsetzbar mit einer sehr hohen Fleischqualität und für Direktvermarktung eben höchst interessant und auch für Betriebe mit viel extensivem Grünland, wo eben die Intensivkreuzungen und Rassen nicht gut hinpassen. Ja, hier nochmal ein Foto aus unserem Versuch, als wir die letztendlich bekommen haben, die Kälber im Alter von 3 Monaten jetzt in diesem Fall. Ja, Rasseeinfluss, das ist ja auch heute die Frage. Wir brauchen uns gar nicht alle Zahlen ansehen. Ich habe es auf der nächsten Folie gleich nochmal auch zusammengestellt. Was ich hier zeigen möchte, ist, dass in der oberen Hälfte jetzt genau ein überwiegender Teil der HF-Tiere eben dabei ist.
mit letztendlich einem Schlachtgewicht von 120 Kilogramm und 48% Ausschlachtung. Bei den DSN-Tieren und Kreuzungen hatten wir schon 146 Kilogramm Schlachtgewicht mit über 51% Ausschlachtung. Wesentlich besser. Und die Jersey-Kreuzungen, ja, laufen tatsächlich unter ferner Liefen. 108 Kilogramm Schlachtgewicht bei knapp 42% Ausschlachtung. Weder für einen Landwirt noch für einen Vermarkter oder einen Kunden interessant. Genau, hier auf dieser Folie nochmal zusammengefügt, ja, mit der Hervorhebung natürlich auch in diesem Fall, weil das das Ergebnis war aus dem letztjährigen Versuch, dass die DSN-Tiere und auch ansatzweise die Fleckvieh-Tiere, die wir mit dabei hatten, die kamen an ähnliche Zahlen heran, im Schnitt eben tatsächlich bei 146 Kilogramm Schlachtgewicht lagen. Ja, und da Tiere dabei waren mit 193 Kilogramm Schlachtgewicht, nahezu ohne Kraftfutterzufütterung. Höchst interessant. Was man nochmal dazu sagen muss, ich habe die beiden Extremen rausgestellt, eben Blau-Weiß-Belgier-Kreuzung, 51% Ausschlachtung, Angus-Kreuzung 43. Also die Angus-Kreuzungen haben tatsächlich dieses Jahr und auch letztes Jahr nicht funktioniert, aufgrund der sehr kleinrahmigen Tiere und geringen Fleischfülle. Aber mit dem Zusatz, dass wir eben diese Tiere auch als Kälber geschlachtet haben und nicht als Entmasttiere. Annabelle, Gerard? Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Ich habe eine Frage. Und zwar, in welchem Alter oder wie alt waren denn jetzt diese Tiere, die geschlachtet wurden? Das ist mir nicht klar. Genau, die waren genau 8 Monate alt, um als in diesem Fall, um als Kalbsfleisch vermarktet zu werden. Verstehe, danke. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, in der Folie vorher sind zwischen Eimer und Amme unterschieden worden, dass wenn der Kalb an der Amme 8 Monate ist, deutlich höhere Schlachtgewichte rauskommen, weil irgendwie 1,5 bis 2.000 Liter Milch gesoffen worden sind, ist auch normal. Genau, zeige ich gleich auf einer nächsten Folie sogar noch einmal, weil das auch eine Aussage des Versuches war. Genau, was ich hier noch zeigen möchte, wir gucken uns mal nur die unterste Zeile an, Standort Grünland, im Schnitt die Tiere mit 108 Kilogramm Schlachtgewicht und 45% Ausschlachtung. Im Vergleich dazu auf dem Kleegras die Tiere mit 133 Kilogramm Schlachtgewicht und fast 50% Ausschlachtung. Was ich damit nur generell sagen möchte, grundsätzlich, wenn wir über Mast sprechen, müssen wir im ersten Schritt über die Grundfutterqualität und Versorgung sprechen, bevor wir über die Rasse sprechen. Genau, hier nochmal einmal dargestellt, im klassischen Tränkesystem restriktiv getränkt die Tiere, geringe Ausschlachtung, geringe Schlachtgewichte, wohingegen die Tiere, die eben kuhgebunden aufgezogen wurden mit Ammen und Kühen, ja, fast 51% Ausschlachtung hatten, 140 Kilogramm Schlachtgewicht, also mit wesentlich überragenderen Zunahmen. Das heißt, das war eine Schlüssel-Essenz aus dem letzten Versuch, das wahrzunehmen. Wir haben den Schlachtwert ermittelt von gut 1200 Kälbern. Und darum geht es ja in der Vermarktung. Was muss ich denn erlösen? Im Alter von 8 Monaten müssten diese Tiere gut 1200 Euro einbringen. Das ist für alle Betriebe interessant, die Direktvermarktung machen, diese Kosten mal zu analysieren, um eben nachher auch einen Wert für diese Tiere anzusetzen. Ich habe das mal hochgerechnet über das Schlachtgewicht, welchen Preis wir bräuchten. Und wir hatten ja die Spannbreite von gut 100 Kilogramm Schlachtgewicht bis 200. Das ist die ganze obere Hälfte. Und entsprechend von dem Schlachtgewicht bräuchten wir eben Preis von 6,30 Euro bis 12,60 Euro, je nachdem, welches Schlachtgewicht eben zu realisieren ist, wenn wir sie eben schon als Kälber messen. Die andere Option ist natürlich, diese Tiere grundsätzlich eben weiter zu messen, wie ich anfangs sagte, zu Fersen, Ochsen, Bullen. Nur eine Folie, weil ich das sehr wichtig finde in Bezug auf Milchviehhaltung. Wir müssten überlegen, ob wir es nicht ähnlich machen wie bei den Eiern. Ich denke, diese Diskussion ist notwendig, ob wir nicht über eine Quersubventionierung über die Molkereien eine Mast hinbekommen auf unseren Betrieben, mit einer ausreichenden Vergütung für die Landwirte. Und da sind letztendlich 3 bis 5 Cent, die zum aktuellen Marktpreis fehlen. Das heißt, hier sollte man mal mit den Molkereien auch in Kommunikation treten,
ob dort eben nicht 3 bis 5 Cent möglich sind, um eben vollkostendeckend diese Tiere auch zu messen und auf den Markt zu bringen. Ja, wir vermarkten die Tiere über André Schröder. Der hat auch letztes Jahr aus dem Versuch die Tiere genommen. So, auf 2 Folien die Zusammenfassung, was man in der ganzen Thematik betrachten muss, wenn wir jetzt ja wesentlich mehr Kälber in den Biobetrieben messen wollen. Wie gesagt, wir sprechen hier perspektivisch Stand jetzt über gut 13.000 Tiere, allein in Niedersachsen und Bremen, wenn wir die Tiere im Biobereich alle ausmessen. Wir haben die Gefahr einfach durch Wolfsrisse, das müssen wir mit beachten. Wir müssen die kühle Witterung mit beachten. Wie gesagt, wir haben ja eine Prämisse der Weidehaltung in Niedersachsen, gerade mit der neuen Öko-Verordnung tritt das weiter in den Vordergrund. Das ist zu bedenken, dass wir die Wurmbelastung eben im Griff behalten und dahin auch unsere Systeme, was das Management angeht, umstellen. Ja, wenn es um die Mast auf Ackerstandorten geht, geht es um Schatten, es geht um eine höhere Betreuungsintensität, wenn man hier Mester anspricht. Ja, und aber auch eine klare Schlusssequenz aus dem letzten Versuch war, dass die Genetik auf vielen Milchviehbetrieben eben vielleicht schon zu milchbetont ist. Also die Tiere, die aus den intensiven HF-Betrieben mit über 9.000 Liter kamen, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr, sind wesentlich schlechter einfach im Vergleich zu den Betrieben, die bei 7.000, 8.000 Liter liegen, die auch teilweise Doppelnutzungsgenetik in der Mutterlinie haben. Das gleicht in der Regel die Fleischrassebesamung leider nicht aus. Ja, nochmal die 3 wesentlichen Punkte zusammengestellt. Also das Erste, was ich schon auch gesagt habe, die Rasse der Mutter ist sehr, sehr entscheidend. Hier sind eben die DSN-Fleckvieh-Kälber wesentlich besser als die HF-Kälber und dann nochmal besser als die Jersey-Kälber gewesen. Der Standort hat einen erheblichen Einfluss auf die Mast. Sicherlich nicht verwunderlich für Rinderhalter, aber sehr wichtig, das zu berücksichtigen. Und auch das Tränkesystem hat einen erheblichen Einfluss. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel für die reinrassigen Betriebe, die eben nicht in der Mast mit Kreuzungsrassen arbeiten, dass genau die Tränkemenge der ersten Monate entscheidend ist. Und damit sind sicherlich auch gegebenenfalls HF-Kälber zum Beispiel zu messen. Das heißt, die Milchmenge ist der Schlüssel letztendlich zu den Mastleistungen, die auch im Weiteren realisierbar sind. Ja, und was wir eben brauchen, ist unbedingt eine Produktentwicklung und Erweiterung seitens der Schlachter. Ja, und damit ist es meine Abschlussfolie. Auf geht's. Ich möchte diese Tiere sehen auf unseren Mast- und Biobetrieben. Ich denke, wir haben Potenziale mit Doppelnutzungen und auch Einkreuzungen, genau, diesen Bereich weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank dir. Kommen wir zu den Fragen. Gerne über die Handhebefunktion. Wir haben da auf jeden Fall noch genug Zeit für. Und es wäre dann auch schön, wenn ihr eine Frage stellt, wenn ihr dafür kurz die Kamera anmacht. Jo, Martin. Ja, hallo Daniel, hallo zusammen. Ich hätte noch mal eine Frage zum Aufzuchtverfahren, vor allem zum Tränke, also sozusagen zum Fütterungsverfahren und praktisch vor allem zum Tränkeverfahren, wenn da noch mal ein paar Sachen dazu sagen könntest. Also du hast das noch mal dargestellt mit diesem restriktiven Tränkeverfahren, aber mich hätte schon noch mal interessiert, du hast ja die Tiere überwiegend auch bei dir gemästet, oder? So habe ich es auch verstanden. Genau, wir haben die Tiere komplett selbst gemästet. Hast du die praktisch bei deinen Mutterkühen mit aufgezogen? Also Ammerkuhhaltung macht mit deinen Mutterkühen, oder wie? Genau, also wir haben Folgendes gemacht. Wir haben quasi die eine Herde, also grundsätzlich haben wir die Kälber im Alter von 3 Monaten bekommen. Das ist für mich die Grundlage als Messer zu sagen, ich brauche grundsätzlich ein Tier, was ich nicht mehr zwingend mit Milch versorgen muss, weder rechtlich noch physiologisch. Die Frage stellt sich für mich. Dann ist es aber eben so, dass wir diese Tiere von 6 verschiedenen Betrieben bekommen haben, dies Jahr noch von 3 Betrieben, aufgrund einer Selektion der, ich sage mal, der guten Betriebe. Wir haben diese Tiere von 3 Ammenkuhbetrieben bekommen, das heißt, die mit Amme oder mit der Mutter aufziehen,
und haben diese Tiere weiter an unseren DSN-Ammen aufgezogen. Das heißt, diese Tiere wurden 8 Monate an Ammen oder der Mutter sogar eben aufgezogen. Die anderen Tiere wurden letztendlich klassisch über einen Eimer getränkt, genau, mit im Schnitt nicht mehr als 6 Litern Milch, wo natürlich eben auch einige Milchviehhalter wahrscheinlich eh oder hoffentlich schon den Kopf schütteln, da sie eh schon 8 oder 10 Liter trinken. Aber ich denke, eine restriktive Tränke ist immer noch auf einigen Betrieben zu finden. Und diese 6 Liter Milch habt ihr bis, oder es wurden gefüttert bis zum 8. Lebensmonat, bis zum Schlachten oder vorher noch? Nein, bis zum Alter von 3 Monaten. Die wurden dann abgetränkt. Und dann, und das war, aber das Ziel war ja schon, Kalbfleisch zu erreichen, allerdings sozusagen ohne Milchtränke dann zum Schluss in der Nachstand. Ja, richtig. Das habe ich nicht so gleich verstanden gehabt. Weil dann ist natürlich schon die Grundfutterqualität schon einmal entscheidend. Genau. Dann ist sie sehr entscheidend. Wenn die Milch wegfällt, ist die Grundfutterqualität nochmal wesentlich. Das heißt, ganz grob gab es 2 Richtungen sozusagen. Also es gab die Mutter, also die Kälber, die mit der Ammenkühe großgezogen wurden und zugefüttert wurde, und die Kälber, die nach 3 Monaten abgesetzt wurden und dann in der Endmast als Kälbermast ohne Milch und ohne Vollmilch. Richtig. Und dazwischen lagen letztendlich dann nachher gut 30 Kilo Schlachtgewicht. Ja. Okay, vielen Dank. Habe ich verstanden jetzt. Gut, dann machen wir weiter mit Alois. Servus, hallo alles, hier ist Demeter Bayern. Gut, wir haben zwar sicher fleckviehlastig, aber trotzdem die Frage, gibt es Erfahrungen, Einkreuzen von Obrak-Sperma bei einer Milchviehrasse eben, um entsprechende mastfähige Kälber zu bekommen? Also ich kenne Obrak, ich kenne auch 2 Betriebe, die Obrak einsetzen. Ich kenne nicht die Weitermast dieser Tiere. Okay, ja. Ich kenne ich kenne ein paar weibliche Tiere, kann aber zur Fleischqualität und zum tatsächlichen Zunahmen dieser Tiere nicht besonders viel sagen. Gut, danke. Ich glaube, als nächstes war Annabelle, kann das sein? Du hattest dich gemeldet, ne? Eigentlich ist meine Frage schon beantwortet. Das ist doch super, dann nehmen wir die an. Achso. Wenn ich... Da ist mir noch gerade was eingefallen. Und zwar, wie schätzt ihr das denn alle ein? Also ich frage mich halt, wenn wir das quasi versuchen, ethisch und zukünftig zu betrachten, ist es denn in Ordnung, dass wir sagen, die Tiere kriegen dann 2 Kilo Kraftfutter pro Tag? So, also wie schätzt ihr das denn ein, wie das so weitergeht? Oder müssen wir doch noch mehr dahin gehen und sagen, das Rind ist halt irgendwie ein Grasfresser. Das ist meine Frage. Ja, vielleicht darf ich da was zu sagen. Also wir haben in dem Versuch ausschließlich Nebenprodukte der Ölproduktion eingesetzt. Das heißt also, letztendlich werden ausschließlich Bio-Presskuchen und Getreide eingesetzt, was sozusagen von Ökokorn in dem Fall hier zurückkommt. Das heißt, das Kleinkorn, das ist das, was wir ausschließlich füttern, Kleinkorn und Leinkuchen, sodass wir dort eben kein Getreide, was genau diese Diskussion eben anflammt, was wollen wir produzieren, Kuhfutter oder Menschennahrung. Das konnten wir in diesem Versuch auf jeden Fall umgehen. Aufgrund der, wie gesagt, 500 Gramm die wir letztes Jahr gefüttert haben, haben wir gesehen, dass wir die Schlachtgewichte, die der Mester haben möchte, einfach nicht erreichen. Worauf letztendlich genau der Schlachter gedrängt hat, mit mehr Kraftfutter Aufwand eben die Schlachtkörper zu produzieren, die er als Vermarkter gut annehmen möchte. Okay, dann würde ich jetzt noch eine letzte Frage von Anne gerne zulassen. Und anschließend machen wir weiter mit Carsten. Ja, guten Abend, Anne Wegerhof. Ich bin Naturlandberaterin und betreue hier im Schwarzwald eine Erzeugergemeinschaft, die Bio-Weiderind produziert. Und meine Frage jetzt, Daniel, ist, wie schätzt du denn generell das Potenzial in Norddeutschland an, was Kalbfleisch angeht? Weil hier unten kriegen wir über die Vermarktung, also als auch Direktvermarkter halt mit, das Kalbfleisch sehr schwer in der Vermarktung ist. Also zum einen in der Argumentation, also dieses Kindertöten, um es mal ganz überspitzt darzustellen, ist es in Norddeutschland anders?
de facto? Und wenn nein, gibt es Überlegungen in deinem Versuch, mal so ein Tier auszumisten bis 18 Monate als Jungbulle oder älter? Das war's schon. Genau, viele Fragen, ein paar Antworten dazu. Also grundsätzlich ist Kalbsfleisch nicht besonders bekannt, grundsätzlich im Norden. Das heißt, die Käuferschaft, die grundsätzlich an Kalbsfleisch interessiert ist, ist auf jeden Fall kleiner als noch im Süden, behaupte ich, sodass auf jeden Fall der Absatz an Bio-Kalbsfleisch grundsätzlich begrenzt ist. Der Vermarkter André Schröder, mit dem wir jetzt sprechen, der traut sich aktuell so 300 Kälber im Jahr zu, die er vermarkten möchte. Wir hatten jetzt mit einem großen Abnehmer hier vor Ort das Gespräch, der schlachtet im Moment 3000 Kälber pro Jahr, mit dem wir jetzt auch wohl kooperieren wollen in einem Projekt, was wir jetzt genau auf den Weg gerade bringen werden, genau zusammen mit Demeter, dass wir eben diese Tiere, die da im Moment geschlachtet werden, das sind Absetzer aus der Mutterkuhhaltung im Alter von 8 Monaten, die komplett oder überwiegend in die Babynahrung gehen und nach Saudi-Arabien, dass wir diese Tiere eben ersetzen, aus Kälbern, aus der Milchviehhaltung. Da scheint ein Markt zu sein, gerade in der Babynahrung. Ich denke, das sind die Kunden, die am sensibelsten sind. Da scheint Bio-Kalbsfleisch kein schwieriges Thema zu sein, weil es ja auch letztlich draufsteht auf den ganzen Hipgläsern etc. Und wir auch die Rückmeldung hatten in einem anderen Seminar vor ein paar Wochen, dass die ganzen Direktvermarkter da wenig negative Rückmeldungen bekommen. Wir selbst wurden heftig einmal angegriffen, weil wir eben ein Kalb im Alter von 4 Monaten zusammen mit einem Gastronomen als Event auch geschlachtet haben. Und 4 Monate wurde von einigen als sehr kritisch angesehen. Der Diskussion müssen wir uns vielleicht stellen. Aber ich glaube, überwiegend kann man sagen, bis 8 Monate oder im Schlachten im Alter von 8 Monaten ist für die meisten tatsächlich okay. Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen, weil ich ja die Initiative hier im Norden betreue. Also die Initiative Hofrind setzt sich mit 20 Bauern in Norddeutschland dafür ein, eben Kälber, die eigentlich übrig sind, in die konventionelle Mast gehen, am Hof aufzuziehen und dann regional mit Partnern zu vermarkten. Und wir haben vor einem Jahr angefangen. Es läuft, also wir sind mit sehr viel Idealismus drangegangen und wir haben auch einige Handelspartner gewinnen können. So, das ist im Aufbau, es ist einfach. Also mein Eindruck ist, es ist was, wenn man die Geschichte kommuniziert und wenn man eben diesen geschlossenen Kreislauf kommuniziert, dann ist es, kommt man nicht an dem Kalbsfleisch vorbei, weil man eben nicht alle Tiere auf den Milchviehbetrieben ausmisten kann, platztechnisch. Es ist was wir aufbauen müssen. Es ist natürlich nicht in jedem Kopf verankert, so, aber es ist nicht unmöglich. So. Und wir haben auch ganz gute Erfahrungen eigentlich jetzt mit den ersten Vermarktungspartnern gemacht. Wir können da aber gerne auch nochmal zu zweit drüber sprechen. Kannst dich gerne bei mir melden. Okay, dann mit Blick auf die Uhr würde ich das virtuelle Mikro gerne an Jan Ieding weiterreichen und wir starten mit den Erfahrungsberichten aus der Praxis. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jan Ieding. Ich komme vom Hof Achterndick. Wir sitzen in Schleswig-Holstein auf der Achse zwischen Kiel und Lübeck. Zur Orientierung für alle, die auch ein bisschen weiter aus dem Süden kommen. Wir melken aktuell 80 Kühe mit Melkroboter und halten hauptsächlich Holstein-Friesien, wobei unsere Milchleistung liegt halt bei Anfang 8000. Und die Besamungsbullen kommen größtenteils von RSH. Das heißt, ich bin auch eher bei den alten Töchtergeprüften. Genomisch getestete Bullen nehme ich überhaupt nicht, weil es für mich einfach nicht in Frage kommt. Und ich gucke auch immer gern so ein bisschen auf den Preis. Ich muss nicht einen Bullen für 25, 30, 40 Euro einsetzen. Die Milch kommt eh von alleine. Der Rest ist entscheidend, ist immer mein persönlicher Ansatz. Meine Zielrichtung ist eher so, dass man sagt, wir fahren immer ein High-Input. Version, das heißt, wir melken halt die Anfang 8000 bei den Kühen und teilweise sind die Kühe aber dann auch schon zu spitz, deswegen bin ich jetzt teilweise wieder am Ankreuzen mit Rotbund DN. Je nachdem, wie die Kühe aussehen, entweder kommt da halt Holstein-Friesien rauf oder Rotbund DN, um wieder ein bisschen mehr Rahmen reinzukriegen. Liegt auch daran, dass wir halt viel in der Fleischvermarktung aktiv sind, das heißt,
Wir schlachten irgendwie 35 bis 40 Tiere direkt, entweder für einen Hofverkauf, aber auch für verschiedene Supermärkte in Lübeck. Und die kriegen dann teilweise Mastfersen und Bullen, und aber auch die Altkühe. Und bei den aktuellen Schlachtkosten von 600, 700 Euro für eine Kuh müssen da 340, 380 Kilo Schlachtgewicht auch runterkommen. Sonst rechnen sie das ganze System nicht. Und die Fersen belegen wir alle mit dem Deckbullen. Wir haben immer einen Deckbullen. Jahrelang hatten wir früher Limousin. Die waren mir dann aber teilweise zu schwer, die Kälber. Lag teilweise aber auch daran, dass die Fersen schon ein bisschen zu alt und zu fett waren. Waren ein Mitgrund. Und dann gab es halt viele Schwergeburten, Fersen kaputtgerissen. Das volle Programm, was man kennt. Dann sind wir ein paar Jahre lang auf Angus übergeswitcht. Und das waren schöne kleine Kälber. Leichtkalbigkeit funktionierte gut. Dadurch, dass wir aber beim Demeter-Verband sind, schließt sich das mittlerweile aus. Und wir sind jetzt wieder bei Limousin angekommen. Aber früher habe ich natürlich, ich habe mir immer einen Deckbullen vom Herdbuchbetrieb gekauft. Aber dann sucht man sich ja dann meistens den schönsten Bullen aus, soll ja auch entsprechend ordentliche Kreuzungskälber produzieren. Und das kann ich halt jetzt bei Limousin definitiv nicht mehr machen. Ich habe mir jetzt wieder einen gekauft, der aus einer französischen Linie kommt, der halt nicht der größte und schwerste ist, sondern aus einer Fersenlinie kommt und einen ganz langen Körper hat und halt nicht einen riesen Schulter- und Kopfbereich. So, die ersten Kälber sind da jetzt schon da, sind sehr vielversprechend, gab es ja keine Probleme. Da muss man einfach gucken, wo die Reise hingeht. Ich möchte aber eigentlich weiterhin mit einer Fleischrasse bei den Fersen arbeiten, weil es einfach arbeitswirtschaftlich praktisch ist. Und man ist automatisch ja dann auch, hat man keine Chance, entsprechend zu viel Fersen zu remontieren, weil man dadurch ja schon viele Tiere klar als Masttiere hat, die man dann entsprechend auch mästet und dann vermarkten kann. Die Tiere werden bei uns mit 20 bis 24 Monaten geschlachtet und die meisten Bullen bei 22, 23 Monaten wiegen dann ungefähr 400 Kilo, 420 Kilo haben sie Schlachtgewicht. So, sind dann ein, zwei Sommer auf der Weide und kriegen dann aber auch Schrot und entsprechend die Kuhmischung mit Silomais und Kleegras, also in eine intensive Mast immer noch. Wir haben zwischendurch auch mal mit British Friesian eingekreuzt, beziehungsweise mein Vater hat früher mal DSN gemacht. Die Tiere waren mir aber zu klein. Dann habe ich teilweise mit British Friesian weitergemacht. Aber zum Schluss bin ich immer wieder bei Holstein Friesian angekommen, wobei man halt einfach auf den Rahmen achten muss und dass man nicht zu viel Milchmenge damit einkreuzt. Und wir haben dann auch uns mit dem Thema Fleckvieh mal beschäftigt. Wobei das auch ein paar andere Berufskollegen probiert haben. Und die F1-Generation ist ja dann sehr erfolgreich. Aber dann langfristig muss man ja dann gucken, wie man weitermacht. Und deswegen sind wir eigentlich zur Entscheidung zu Rotbund DN gekommen, weil Rotbund DN natürlich der HF-Kreuzung relativ nahe steht und es nachher nicht die Auskreuzung gibt und die Streuung. Bei den Kühen setzen wir alle Kühe, die wir nicht zur Nachzucht behalten wollen, belegen wir dann mit weiß-blauen Belgiern. Da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das richtig ist oder nicht. Wir machen es aktuell noch und die Kälberpreise sind halt auch wirklich, im Vergleich zur Angus-Kreuzung ist es ein Riesenunterschied, sind meistens 150 bis 200 Euro in der Differenz beim Bullenkalb. Und wobei ich aber denke, ein weiß-blauer Belgier ist teilweise überbezahlt. Ein Angus ist eher dann unterbezahlt. Und einen kleinen Hinweis hatte ich vorhin noch. Ich glaube, Daniel hatte gesagt, dass die Limousin-Kälber alle schwarz sind. Das stimmt nicht. Die Hälfte ungefähr ist auch braun. Und das gibt nachher in der Vermarktung wiederum Probleme, weil die dann natürlich teilweise aussehen wie ein Angler. Und da muss man dann halt wirklich argumentieren. Und da wird der Preis dann gerne mal auf den Anglerkalb runtergesetzt, wenn die entsprechend nicht einen ordentlichen Rücken und einen ordentlichen Rahmen haben. Bei dem Thema Kälbervermarktung sind wir bei Demeter auch mit dabei.
Ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben im Frühjahr zu Pfingsten sind die ersten Kälber Richtung Lübeck gewandert. Sind insgesamt 8 Tiere gewesen. Der Verkauf ist jetzt ziemlich zu Ende von diesen 8 Tieren. Teilweise Frischfleisch, teilweise TK-Fleisch, aber halt auch viel Glasware. Dann als eine Roulade im Glas oder ein geschnetzeltes Glas mit Spinat, mit Spargel und so Sachen. Und nur darüber und über eine gute Kommunikation funktioniert dieses System eigentlich. Wir haben jetzt noch einen anderen Partner mit dem LEH an der Hand. Das größte Problem sind aber im Moment die Schlachter bei uns in der Region. Wir haben keine vernünftigen Schlachter, die entsprechend eine ordentliche Qualität für den LEH produzieren können, wo man dann auch nicht irgendwie mit keinem Problem und sowas auffliegt. Oder halt Großschlachtereien, die aber dann sagen, wir müssen 200 Kilo Fleisch im Kutter haben und dann kommt man mit 3 Kälbern auch nicht mehr weit. Das ist halt ein Riesenproblem, auch wenn die Politik natürlich groß drüber redet. Ich glaube nicht, dass wir da in naher Zukunft irgendwie einen richtigen Hoffnungsschimmer sehen. So, von daher stellen wir uns irgendwo die Frage, wie geht die Reise weiter? Ich werde langfristig im Holstein-Bereich bleiben, dann halt mit Rotbund-DN weiterhin einkreuzen, um immer noch einen ordentlichen Rahmen an der Kuh zu haben, den ich zum Schluss auch entsprechend als Fleisch vermarkten kann, beim Schlachter regional geschlachtet. Und aber eine reine Doppelnutzungsrasse kann ich mir für uns nicht vorstellen, weil teilweise dann ja auch die Schlachtgewichte zu niedrig sind oder die Milchleistung dann nachher zu kriegen. Also ist halt einfach meine Strategie, dass ich eher der High-Input-Typ bin und da meinen Weg sehe. Okay. Alles klar. Gibt es Fragen an Jan Ideng? Ich bin schon müde. Seid ihr noch da? Sonst machen wir weiter und hören Guido Holtheide. Jetzt kommt eine. Carsten. Ich wollte dich nur ganz kurz fragen, wenn du Rotbund DN auf Holstein einsetzt, worauf achtest du bei der Anpaarung? Gibt es da irgendwas, worauf du speziell achtest jetzt mit Blick auf die Bullen, also die Rotbund DN Bullen? Teilweise Euter. Und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Fleischfaktor nimmt. Also ich hatte mal einen Bullen, habe ich ein paar Kälber gekriegt, mit Fleischfaktor 125. Das sind gewaltige Bullen, die da können sich die Angus hinter verstecken, hinterm Rotbund DN-Bullen. Rein vom Rahmen und optisch in der Box, das sind gewaltige Tiere. Da muss man halt eher dann auf den Milchtyp achten, dass man da eine ordentliche Milchleistung mit einem plus 300, plus 500 nimmt und eine geringe Fleischleistung. Danke dir. Okay, dann machen wir weiter mit Guido. Wir können aber auch gerne die Fragen dann, falls noch jemand was einfällt, am Ende stellen. Gerade sind wir ganz gut in der Zeit. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, bevor sich alle verabschieden nach dem letzten Vortrag, ich wäre euch dankbar, wenn ihr noch die Veranstaltung evaluieren würdet. Es geht auch ganz schnell. Wir machen das einfach 5 Minuten alle zusammen am Ende. Ich habe den Link schon in den Chat gepostet und da sind 5 Fragen. Genau, da freut sich auch der Förderer drüber. Und jetzt einmal das virtuelle Mikro weiterreichen an Guido Holtheide. Ich hoffe, er ist noch da. Ja, ich bin auch da. Mich können alle verstehen. Mein Name ist Guido Holtheide. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Frau, mit unserer Tochter und ihrem Freund zusammen einen Milchviehbetrieb in Niedersachsen. Wir haben 140 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und halten unterwegs, dass wir von Holstein zurückkreuzen auf DSN, aber mehr mit holländischen und englischen Linien. Und ich möchte mal meine Sachen so vorstellen, wie wir das hier machen. Ich mache dazu jetzt mal meine Kamera aus, weil meine Internetverbindung sicherlich nicht so gut ist und versuche dann mal den Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, dass das mal alles klappt, was ich hier möchte. Ich hoffe, das können alle sehen. Bei uns DSN Spezialzucht, Alternative Schwarzbundzucht, Betrieb Groth Johann Holtheide GbR.
So sind wir mal, haben uns mal selber so genannt, die reine DSN-Zucht, das führt uns dann einfach nicht weit genug, ist uns zu, ja, zu alt, will ich nicht sagen, aber von den deutschen Schwarzbunden, was man hier in Norddeutschland noch hatte, war uns die Genetik dann einfach schlecht. Für uns ist die Zucht mehr in der Rasse. Wir haben darüber gesprochen, dass man die Rassen miteinander kreuzt oder verbindet und wie auch immer. Aber der richtige, so wie ich Rinderzucht verstehe, dass man sich die besten Merkmale in der Zucht, in der Rasse, dann versucht zu verbessern. Ich gehe mal weiter. Da kriege ich irgendwie hin. Jetzt könnt ihr es sehen, glaube ich. Da, was sind die züchterischen Grundlagen, Bullen im Vergleich, Zuchtziele? Da möchte ich noch ein paar Bullen vorstellen, die wir selber haben und Vorstellungen einiger DSN-Kühe, so wie wir die uns vorstellen. Bei der züchterischen Grundlage möchte ich mal anfangen. Ganz kurz. Tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Du kannst die Bildschirmpräsentation noch starten von der Folie. Dann sehen wir die Folien größer. Weil aktuell kann man das, was du geschrieben hast, nicht so gut lesen. Wenn du oben auf Bildschirmpräsentation gehst, in der Leiste, das ist das 1, 2, 3. Ja, warte. So. Bildschirmpräsentation und dann von vorne beginnen, ne? Ja, oder von aktueller Folie. Jetzt? Ja, das brauchen wir ein bisschen. Jo, super, danke. Ja. Also züchterische Grundlagen, wie wir es machen, möchte ich vorstellen, ein paar Bullen vergleichen. Und unsere Zuchtziele, also, nein, so. Was sind die züchterischen Grundlagen? Wenn man so sieht, oben die beiden Bullen, das links oben ist Papst Ideal, das ist ein Holstein-Bulle aus den 70er Jahren und rechts ist der Bulle Atlas. Also von der Körperkondition waren die damals gar nicht so weit auseinander. Und dann ging das so langsam ein bisschen rüber, wenn wir unten links den Bulle Rex, der ist dann schon vom Typ her, schon leicht ein anderer Bulle. Die Vorhand ist noch dementsprechend, aber die Hinterhand, quasi die Keulung und Behosung, die ist schon. Da kommt man ganz zurück, wo man gewesen ist. Die ganz alten Kühe, die ganz alten Bullen, das ganz linke. So sehen heute manchmal auch noch DSN-Kühe aus. Das aber kann nicht das Ziel sein, dass es nur eine alte Genetik ist und nur, dass es eine reine DSN-Kuh ist. Das ist für mich nicht zielführend. Da ist mir die rechte Kuh dann doch schon ein bisschen lieber. Die dann schon weiter gezüchtet ist, sicherlich eine Kuh aus den 50er, 60er Jahren, die mit 10-jährig noch so ein Euter hat. Wenn wir erwarten, dass sie so sein sollen, wie sie sind oder wie sie werden sollen, dann müssen wir mal das Tier an sich angucken, wie es wirklich aussieht. Und das macht heute, glaube ich, in der Zucht keiner mehr. Keiner macht sich die Mühe, die Tiere richtig zu beurteilen, richtig anzuschauen, wie sie denn sind. Wenn vorhin gesagt worden ist, in der Holsteinzucht reden wir von 10.000 Kilo genetische Leistung. Also wir sind dicke schon bei 12.000 Kilo Leistung und eine Mastleistung ist da überhaupt nicht mehr da. Das ist so meine Einschätzung der Sache. Wir haben uns für die Rasse entschieden oder die Holsteinrasse wieder so zu verändern, dass sie wieder eine Doppelnutzung hat, weil die Vermarktung des Fleisches einfach auch wichtig ist. Auch im Hinblick als Image. Niemand mag eine magere Kuh in der Wiese sehen und niemand findet das schön oder ansprechend. Wir sind jetzt mit dieser DSN-Rasse in eine Vermarktung eingestiegen. Die nennt sich Earl of Landlords, wo wir auch ein gutes Vermarktungskonzept haben. Das ist vom Handelshof, es geht über die Edeka-Gruppe. Da werden dann für schlachtreife Fersen und Ochsen 7 Euro das Kilo Schlachtgewicht erzielt und das finden wir schon ganz ansprechend. Die Präsentation läuft jetzt leider nicht, sonst könntet ihr noch ein paar Kühe sehen, wie wir das machen. Ich möchte so ein paar Leistungsdaten vielleicht mal erklären. Wir haben immer noch eine Leistung von 9.400 Kilogramm und sind so, vielleicht habe ich noch 5% reinrassige Holsteinkühe, der Rest sind zumindest Kreuzung und auch schon etliche mit 75 und mehr Prozent DSM-Blut haben, aber viele
holländische Rassen oder viele holländische Linien. Und auch die Brandenburger wurden vorhin ins Feld geführt. Die haben auch die meisten neuen Bullen, die sie jetzt haben, kommen auch aus Holland. Meine Intuition in der Zucht ist immer, das Tier als Ganzes zu sehen. Und wer da noch nicht so bewandert drin ist, wir machen auch mit dem AAA-Code. Viele von euch wissen, was das ist. Da wird das, wird eine Kuh typisiert, was sie hat. Und damit sucht man sich einen Bullen aus, der das ausgleichen kann. Und für uns ist Stärke immer sehr wichtig an einer Kuh. Und auch der Rahmen in Länge an sich, die gute Beckenlänge und auch die Größe. Auch bei den DSN, da gebe ich dem Jan auch vollkommen recht, die DSN, die reinen DSN sind zu klein. Mit 1,35 Meter, 1,38 Meter Kreuzhöhe, da kommen wir auf kein vernünftiges Schlachtgewicht. Man sollte da schon auf 1,40 Meter, 1,42 Meter, da muss man schon hin. Hört sich wenig an in der Veränderung, macht aber nachher am Körper Schlachtgewicht. Merkmale sind bei uns wichtig. Milchcharakter spielt bei uns gar keine Rolle. Der Zuchtwert bei den Holsteins Milchcharakter, da können wir persönlich gar nichts mehr mit anfangen, gibt es bei den DSN ja so auch nicht. Aktuelle Bullen, die wir so einsetzen, wie gesagt, wir haben damals Bullen aus Holland importiert, haben die absamen lassen, da nehmen wir viel von und auch die Nachfolgegenetik daraus versuchen wir vernünftige Bullen aus vernünftigen Linien, Mutterlinien zu züchten. Wichtig bei den Muttertieren oder bei den Müttern ist uns nicht die Leistung als Ferse, noch überhaupt nicht. Die muss da sicherlich irgendwo bei 6.500, 7.000 Liter sein. Gute Inhaltsstoffe, also jenseits von 4% Fett und jenseits von 3,4% Eiweiß. Eine natürliche Fruchtbarkeit sollte da sein. Das können die Holländer in ihrer Dokumentation immer sehr gut darstellen. Da wird jedes Jahr auch aufgeführt, wann die Kuh gekalbt hat. Nicht nur, dass sie fünfmal gekalbt hat, sondern in welchem Monat sie gekalbt hat. Da kamen wir auch auf englische Linien sehr stark, die dann sogenannte Spring Calving Herds haben. Das heißt, die Kühe kalben alle innerhalb von 6 bis 8 Wochen, kalbt die ganze Herde. Also muss diese Herde eine natürliche Fruchtbarkeit haben. Sonst kommt man da ja in der Zucht ja auch nicht vorwärts. Die ganzen genomischen Zuchtwerte interessieren mich überhaupt nicht. Bei den DSN gibt es die fast gar nicht und bei den British Friesian vereinzelt, aber die interessieren mich nicht. Es gibt in der Zucht einfach nur gute Kuhlinien und weniger gute Kuhlinien. So sehen wir das. Wie gesagt, so sind wir unterwegs. Schade, dass die Präsentation jetzt nicht läuft, aber ich bin da jetzt für Fragen offen. Danke. Danke dir. Vielleicht magst du noch mal kurz die Eckdaten zu deinem Betrieb sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch gar nicht gehört, wie groß deine Milchherde ist. Ach so, hatte ich eingangs vielleicht gesagt, ist vielleicht auch nicht übergekommen. Also wir haben ungefähr 130 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und halten darauf 120 Milchkühe. Okay, alles klar, danke. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen im Chat bekommen. Und zwar möchte Ruth Lagmann wissen, wie hoch die Kraftfutterintensität bei euch ist. Also das mache ich abhängig nicht in Dezitonnen, sondern in Gramm je. Und das liegt bei uns im Sommer bei 220. Mhm. Da ist man in der hohen Intensität, das ist schon so. Mhm. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Gerne auch direkt stellen. Sonst haben wir noch eine Frage an Carsten Schäfer. Jetzt versuche ich es doch nochmal. Ja, was denn? War noch was? Okay. Noch eine Frage an Carsten Schäfer. Wie heißt der vorhin erwähnte Bulle, der Boost mit dem DSN-Anteil? Ich habe gerade nachgeschaut. Benno P. heißt er. Also es geht um den Hornlosbullen, ne? Das verstehe ich schon richtig, oder? Ja. Ja,
Genau, also der ist beim Forst unter DSN einsortiert mit 26% HF-Anteil, genau, und ist eben hornlos. Alles klar, dann haben wir noch eine Frage von Martin Hauptstädter. Ja, mich würde nochmal interessieren, dieses Qualitätsfleischprogramm, mit denen, habe ich das richtig verstanden? 7 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht für Fersen, oder habe ich das falsch verstanden? Dieses Earl, oder wie heißt das Programm? Ja, das heißt Earl of Land Loss, und das sind 7 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht. Für Fersen und Ochsen oder nur für Fersen? Fersen und Ochsen. Fersen und Ochsen. Und gibt es ein Mindestschlachtgewicht dann oder Mindestalter oder Weide? Ist das dann mit Weide? Ja, da ist Weide, also Anforderung ist Weide, dass sie Weide im Auslauf hatten, dass sie horntragend sind und Fettabdeckung 3 bis 4 haben. Und die Rasse ist die auch vorgeschrieben, DSN? Oder ja, ist das ist die Rasse, nur die Rasse DSN ist zugelassen. Ah ja, okay, gut. Aber 7 Euro ist ja schon ein guter Preis. Das ist schon ein sehr guter Preis. Und ist es dann konventionell oder ist das Demeter? Oder ist das? Nein, das ist konventionell. Konventionell. Gut. Das ist jetzt im Aufbau dieses Programms. Die ersten Schlachtergebnisse waren da und dann wurde auch das gezahlt, was gesagt worden ist. Die suchen noch mehr Tiere. Bleibt abzuwarten, ob das durchzuhalten ist mit dem Preis. Ja, also sagen wir so, ich könnte es halt aus Süddeutschland mit Limburger und so, Weideochse auch 6,50 in dieser Richtung. Also wenn du merkst, ja, passt die 7 Euro schon, wäre schon gar nicht schlecht. Ne. Ja, super. Guido, ist das mit noch irgendwie mit einem Mindestgenanteil belegt oder sowas? Oder ist es nicht 90% DSN-Blutanteil, oder? Als Voraussetzung? Es soll nachher das Ziel sein, auf 90% zu kommen. Also es läuft derzeit so ab, die Kühe, die halbblütigen Kühe, also die 50 Kühe vom Ausprägungszustand, also jetzt hören wir wieder leider nichts mehr. Carsten, hast du was gehört? Ich konnte mir das, glaube ich, ein bisschen erschließen, aber ich habe auch nicht alles gehört, nee, leider. Kannst du die Antwort sonst vielleicht in den Chat schreiben, Guido? Oder ist er schon wieder verschwunden? Na, noch nee, ist er bei mir eigentlich sichtbar. Okay, also vielleicht wäre es super, wenn du die Antwort noch in den Chat schreiben könntest, und dann wäre auch noch eine zweite Frage für dich, nämlich wie alt sind die Ochsen, wenn sie geschlachtet werden? Jetzt ist er weg. Na gut, vielleicht kommt er ja nochmal rein. Gibt es sonst noch Fragen an andere Referenten des Abends? Dann würde ich jetzt nämlich nochmal in den Chat den Evaluationslink schreiben. Dann könnten wir, weil es jetzt auch schon kurz vor knapp ist, einmal gemeinsam auf den Link gehen. Und das dauert auch nicht lange. Vielleicht sind wir dann alle wieder fertig, wenn Guido wieder drin ist. Ah, okay. 75%. Hier ist der Link. 75%. Sorry, das war die Antwort im Chat auf die Frage, wie hoch der Genanteil sein muss. Wenn ich es richtig verstehe, die Antwort kommt von Bernd Scheele. Mhm. Die Nachkommen von 50-prozentigen DSN-Kühen mit 100-prozentig DSN belegt, also 75% DSN-Genanteil können vermarktet werden. Okay, jetzt haben wir die Antworten schon so bekommen. Klasse. Also, dann wäre es klasse, wenn ihr einmal auf den Link klickt und die 5 Fragen beantwortet. Hattest du das schon gesagt? Ich weiß nicht mehr, wenn es noch nachträglich Fragen gibt, könntet ihr euch auch an Zoe wenden. Die würde den Kontakt vermitteln von den Referenten. Genau. Den Teilnehmern. Also ich habe mit allen Referenten vorher abgesprochen, dass, falls es eben noch Fragen gibt, dass ich gerne die Kontaktdaten rausgebe. Außerdem haben wir jetzt die Veranstaltung aufgezeichnet und die wird auf dem YouTube-Kanal von Demeter in ein paar Wochen zu sehen sein. Genau, dann haben auch noch ein paar mehr was davon. Und sonst, wenn es auch nachträglich Fragen gibt oder Anmerkungen, gerne auch an mich. Ich kann auch nochmal meine E-Mail-Adresse hier reinschreiben.
Okay, wahrscheinlich tippt ihr noch. Aber ich würde trotzdem mal die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei allen Referenten und allen Teilnehmenden zu bedanken. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass das Thema dann doch so eine Relevanz hat, dass jetzt bis 22 Uhr 30 Leute dabei geblieben sind. Und genau, freue mich auch da auf Nachgang noch auf neue Ergebnisse, weil das Thema ja wirklich brandaktuell ist und ja, viele Betriebe da dran sind. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Hat die Anna Jana noch eine Hand gehoben? Nee, jetzt ist sie wieder weg. Okay. Hat sie dann noch eine Hand gegeben. Ich bedanke mich auch und schönen Feierabend vor allem. Genau. Einen schönen Abend noch.